Es ist der 16.12.2021, der dritte Adventssonntag liegt schon hinter uns. Also das Jahr neigt sich nun wirklich ganz schwer dem Ende entgegen. Und hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Der hat jetzt gerade die Anmoderation verkackt. Weil ich habe die Reihenfolge durcheinander gebracht. Naja, egal. Öfter mal was Neues. Ja, ich bin im Sendegarten, aber nicht alleine zum Glück, denn die Sendegartenmannschaft ist auch da. Und ich begrüße ganz herzlich die Vera. Hallo Vera. Hallöchen. Mit oder ohne Unterton? Ja, okay. Also, sagt sie die zu Matrosen. Wer war es denn noch? Wer sagt sie das noch zu Matrosen? Das Mädchen, genau. Okay. Das Mädchen zu Matrosen. Ja, diese M-Alliteration, sonst geht sie ja nicht auf. Gut, ich begrüße auch ganz herzlich den Lars. Guten Abend, Lars. Moinle. Moin, sehr schön. Und mal gucken, was der Sebastian jetzt sagt. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend. Bin ich so spontan. Oh, das hast du schon sehr gut hingekriegt. Um sich abzugrenzen, super. Besser geht's ja gar nicht. Wir sind aber nicht alleine im Garten. Wir haben, also die Claudia ist auch nicht da von dem Sendegartenteam. Von der hören wir aber gleich noch was. Die hat uns einen Gruß eingesprochen. Aber wir haben Gäste im Garten. Der Garten ist voll. Wir haben die drei Gartenbänke, die wir haben, rausgeholt, auf 1,50 Meter Abstand poliert. Und wir begrüßen ganz herzlich die Gesche. Guten Abend, Gesche. Moin. Die Chaserella, auf gut Deutsch auch gesagt. Und die Dotti. Hallo, Dotti. Servus, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Bitte gerne, wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Ja. Und der Daniel ist da. Bonsoir. Hallo Daniel. Oh. Wow, guck mal. Das ist die französische Note hier. Daniel, kennt ihr vielleicht noch unter Brombeerfalter? Ich werde wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal wieder Brombeerfalter sagen, aber er ist jetzt die Labertasche. Nein, er war schon früher die Labertasche und jetzt ist er wieder die Labertasche. Egal, ihr kennt die drei möglicherweise als, wenn ihr öfter schon länger den Sendegarten hört, denn die waren alle schon auch einmal alleine da. Wir haben mit ihnen ihr Oeuvre besprochen. Aber heute soll es gar nicht so sehr um Personen gehen, sondern es soll um den Jahresrückblick gehen. Das ist die letzte Ausgabe des Sendegartens im Jahr 2021 und immer gut, dann ein bisschen zurückzuschauen. Jetzt würden wir aber auf ein Jahr zurückblicken, was von einem Thema dominiert wird. Und ich habe keinen Bock, darüber zu reden. Also nicht mehr als unbedingt nötig, denn das Thema liegt ja auf dem Tisch wie der Elefant. Der rosa? Ist das der rosa oder der weiße Elefant? Ich weiß nicht. Also man kommt nicht drum herum. Aber ich habe mir gedacht, es ist bestimmt auch noch was anderes Schönes passiert in diesem Jahr. Und die ganze Mannschaft und Frauschaft, die ich gerade vorgestellt habe, die wird jetzt wir werden alle zusammen versuchen, das Gute aus 2021 herauszupressen. Wird schon irgendwas bei rauskommen, denke ich. Das ist der Plan. Wie immer. Ein bisschen wackelig, aber so ist es. Wer hat gerade gesagt? Wer hat mir zugestimmt? Ich war das. Es hatte gar keinen ironischen Unterton. Gut. Du hast ja auch die Hoffnung, dass irgendwas Positives noch dabei rauszupressen ist. Gut. Ich glaube, man muss gar nicht pressen. Ich glaube, das blöde Grundthema ist halt, es gehört halt dazu und alles ist miteinander verwoben, aber das heißt ja nicht, dass nicht gleichzeitig wunderbare Dinge passieren können. Genau. Ja. Genau. Ja, ich sehe, also dieser Gedanke könnte funktionieren. So, wir werden da gleich auf der Gartenbank hinzukommen, aber wir gehen mal ganz kurz noch eben durch die neue Ernte, denn wir haben zur letzten Ausgabe, wo wir den Jugendrecht-Podcast Scheiße gebaut zu Gast gehabt haben, noch eine Rückmeldung bekommen und auch ein paar Tweets vom André, wie er uns immer wieder schickt. Deswegen kommen wir mal kurz zur neuen Ernte. So, wer hat denn jetzt die Tweets vom André vor der Nase? Wäre wahrscheinlich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich nicht. Aber ich ja, ich wollte gerade sagen. Lars, hast du die vor der Nase oder Sebastian? Soll ich die eben durchnudeln? Nudel gerne. Mm.
Gut, aber dann machst du gleich den vom Dirk, ne? Okay, danke. Gut, da kann ich mich drauf vorbereiten, ja. Dann kriegen wir bereite dich vor. Gut, also Tweets von André. Ich habe 3 gefunden. Und zwar hat er geschrieben, wie Martin Rützler hat eine komische Form von Humor. Ja, das war, als ich den Witz mit Last Christmas gemacht habe. Das ist sicherlich eine komische Form von Humor. Ja, vermutlich ist das auch eher ironisch gemeint, denn ja, ich gebe zu, ich habe eine komische Form von Humor. Einen zweiten Tweet hat er geschrieben, der grauhaarige Mann, dessen Name eurer Gästin nicht einfiel, könnte Wolfgang Büser gewesen sein. Kann sein, ich kenne Wolfgang Büser jetzt nicht. Ich glaube aber eher, dass sie den Gerd Jauch gemeint hat, als Moderator der Sendung Wie würden Sie entscheiden? Rechtsfälle im Urteil des Bürgers. Das würde auch zu dem Link passen, den Lars da in die Shownotes geschrieben hat. Da wird nämlich auch der Gerd Jauch als Moderator genannt. Ich weiß aber nicht, wer Wolfgang Büser gewesen ist. Das hätte ich vielleicht mal nachgucken müssen. Und dann den dritten, wissen wir eigentlich, ob Sokrates nicht recht hatte, dass die Jugendlichen zu seiner Zeit die schlimmsten aller Zeiten waren? Nee, kann ich nicht sicher sagen. Vielleicht waren das ja die schlimmsten, aber die Aussagen sind so ähnlich zu denen, die man auch heutzutage immer noch hört, wenn das Zitat überhaupt stimmt. Es gibt also auch Stimmen, die sagen, das ist eine falsche Zuschreibung. Aber theoretisch könnte es natürlich sein, dass das wirklich die allerschlimmsten Jugendlichen aller Zeiten und Orten waren. Aber der Witz ist ja eigentlich, dass jede Generation denkt, die nächste Generation taugt nichts. Und trotzdem ist die Welt schon ein paar tausend Jahre alt. Und älter. So, das waren die vom Tweet vom André. Dankeschön dafür. Und jetzt hat sich der Lars vorbereitet auf den Tweet vom Dirk. Bitteschön. Ja, Dirk hat kommentiert, warum hat mir noch nie jemand von der Weihnachtshexe Befana, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Befana, erzählt. Himmel, ist das toll anzuhören. Danke Sendegarten.de, dass ihr Krähenpost und Maria vors Mikro geholt habt und auch mal auf Matzes anderen Projekte hingewiesen habt. Ja, damit hat er auch verraten, dass der Matthias auch einen Twitter-Handle hat, nämlich Krähenpost. Den hatte ich wiederum nicht vor Augen. Ja, so ergänzt sich das eine zum anderen. Super. Dankeschön dafür. Und jetzt, ne, fangen wir einfach an mit dem, was ich gerade schon unbeholfen anmoderiert habe, nämlich mit dem Rückblick auf das Jahr 2021. Das sitzt nämlich heute auf der Gartenbank. So, und damit wir nicht alleine mit den Sendegärtnern über das Jahr 2021 drüber gucken, haben wir eben die 3 wunderbaren Gäste, Gesche, Dotti und Daniel, hier sitzen. Wie gesagt, die Claudia ist nicht da, aber die hat uns einen Audiogruß geschickt. Und ich denke, wir fangen einfach damit an und hören mal, was Claudia zum Jahr 2021 oder überhaupt zur Lage der Welt zu sagen hat. Bitte schön. Hallo aus dem Off. Also eigentlich aus dem Nebenan on, denn ja, also ich sitze gerade mal wieder in einem Workshop und das ist eigentlich auch schon quasi meine Zusammenfassung von 2021, dass ich eigentlich viel zu selten im Sendegarten mit dabei war. Alles seine Vor- und Nachteile. Irgendwann Mitte Februar habe ich dann da so eine Abschlussprüfung und danach bin ich dann auch, yay, endlich wieder beim Sendegarten regelmäßig wieder mit dabei. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ansonsten, ja, 2021 irgendwie insgesamt zäh. Viel zu tun, erstaunlicherweise, und einige ganz coole Projekte, aber so das insgesamt dann doch eher so ein fader Beigeschmack vom gesamten Jahr. Ja, also ich glaube aber, das geht wahrscheinlich uns allen irgendwie so, und gucken wir mal, was 2022 dann so mit sich bringt. Genau, nee, sonst
Ja, habe ich, glaube ich, zu diesem Jahr gar nicht so unendlich viel zu sagen, außer dass weniger weitergegangen ist, als ich das eigentlich gehofft hatte. Dafür andere Sachen sich ergeben haben, die auch ganz cool sind. Also so Kurzgeschichten für Datenschutz-Awareness oder ja, so ein paar ziemlich nette Projekte, die sich irgendwie ergeben haben. Ziemlich cool. Mal gucken, wie sich das dann nächstes Jahr so weiterzieht oder ob es sich weiterzieht, hoffentlich weiterzieht. Ja, viel zu wenig gepodcastet, tatsächlich. Eigentlich hatte ich das für 21 schon vor. 2020 hat mir erfolgreich die Sprache verschlagen und mal gucken, dass irgendwie nächstes Jahr irgendwie da auch wieder besser wird. Ja, und jetzt überlege ich gerade, ob ich noch was ganz Wichtiges vergessen habe. Ich glaube nicht. Ich wünsche euch allen eine ganz, ganz schöne Vor-RC3-Zeit noch. Oder was auch immer ihr dann vielleicht auch zur dunkelsten Nacht des Jahres feiert. Weihnachten, Jul, was auch immer die einzelnen Kulturen, Religionen oder ihr euer privater Haushalt zu der Zeit so macht. Genau, habt da eine ganz, ganz tolle Zeit. Vielleicht remote mit euren Lieben, vielleicht auch so mit physischem Kontakt, man weiß ja nicht. Ich glaube, das mischt sich dieses Jahr ein bisschen. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann bei der RC3. Ansonsten kommt gut ins neue Jahr und genau, ich hoffe, wir hören uns. Bis bald, tschüss. Oh, danke schön. Warte mal, ich habe doch hier noch mein Schaf. Super. Das war schon lange nicht mehr im Einsatz. Das fällt mir gerade ein. Es steht hier so rum, ganz zugestaubt. So, ja, guck mal. Das fängt ja schon gut an. Das ist so ein schönes persönliches Fazit. Was ich interessant fand, war das Wort zäh. Dieses Jahr war zäh. Und es hat mir die Sprache verschlagen. Das ist ziemlich gut. Ja, Dutti, die hat das Jahr ja nicht die Sprache verschlagen. Ne? Du hast ja gerade die 400. Ausgabe gefeiert. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich muss allerdings sagen, ich hatte auch so meine Phasen, wo ich nichts zu erzählen hatte. Wenn man dann doch so zurückgezogen lebt in diesem Jahr, dann kann man natürlich als Personal Podcaster nicht allzu viele Dinge erleben, die man dann später seinen Hörern erzählen kann. Und von dem her hatte ich so gerade am Anfang des Jahres 2021 so eine Phase, wo ich wirklich in den Tiefen meiner Erinnerungen kramen musste, um da irgendwas zu finden, was ich erzählen konnte. Ich habe dann, soweit ich mich erinnern kann, alte Fotobücher rausgeholt von alten Urlauben und habe dann davon nochmal berichtet. Aber das ist dann schon, da hat es mir selber wehgetan, dass ich da nichts Aktuelles und Schönes zu erzählen habe. Und ein bisschen gute Stimmung einfach verbreiten kann, weil man möchte ja nicht ständig über das Thema sprechen, das einen beherrscht und das die Laune so ein bisschen runterzieht. Ja, ja. Gerade als Personal Podcasterin, also wo du dann über das erzählst, was du halt erlebst, wenn eben nichts, also jetzt nicht, sagen wir mal, die übliche Vielfalt an Erlebnissen da ist, dann fällt es tatsächlich schwer. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, klar. Stimmt, ja. Ich meine, der Jörn Schaar hat ja auch zwischenzeitlich mal gesagt, ich mache hier von meinem wöchentlichen Rhythmus, gehe ich weg und mache das nur noch alle 14 Tage oder sogar noch seltener, weil einfach nichts zu erzählen ist. So. Aber euren Nord-Süd-Gefälle-Podcast, den habt ihr durchgezogen. Ne? Da jeden Monat eine Ausgabe gemacht. Oder habe ich das falsch im Sinn? Ja, außer einmal vielleicht, wenn irgendwas anderes dazwischen kam. Aber normalerweise haben wir uns schon bemüht, da durchzuziehen. Und aber auch da haben wir dann natürlich die Themen, die brennend durch sämtliche Medien gehen, nicht ausgelassen. Und da gab es ja dann trotzdem immer noch irgendwas zu erzählen. Und wir haben ja auch oft genug über das Thema Corona gesprochen. Und haben uns nicht davor gescheut dann. Und manchmal sogar ein bisschen zu länglich, aber das ist es halt, wenn einen das beschäftigt. Und ich fand es auch mal ganz gut, eine andere Meinung zu hören und miteinander abzugleichen. Und er hat ja auch viel Hintergrundwissen und konnte dann doch einiges erzählen, was ich vielleicht noch nicht gewusst habe. Und von dem her war doch das auch immer wieder mal Thema. Aber aus meinem privaten Podcast wollte ich das eigentlich relativ raushalten. Ja, verstehe. Ja, ich meine, bei dem Nord-Süd Vergleich ist ja auch immer interessant.
die Unterschiede in den Bundesländern halt zu schauen. Also, ne, hier, was weiß ich, Bäderordnung im Norden, ne? Sonntag sind die Geschäfte offen und bei euch liegt schon im September der erste Schnee und das geht dann bis, wie lange hast du dieses Jahr Schnee geschippt? Bis April oder so? Geschippt bis Ende April und gelegen hat er, glaube ich, bis Ende Mai dieses Jahr. Ja, genau, ja. 2021. Und diese Unterschiedlichkeit hatten wir ja in den Regeln im Umgang mit Corona ja teilweise in den Ländern auch. Also bei den einen war es dann so und bei den anderen so und das war ja auch immer so ein bisschen schwierig. Also ich, ja, aber man kam ja teilweise gar nicht hinterher. Also wir haben am Montag aufgenommen, am Donnerstag ist die Folge erschienen und dann waren wir eigentlich schon wieder überrannt worden und es war wieder alles ganz anders. Also. Ja. Ich habe mich jetzt die Tage noch erinnert, was letztes Jahr an Weihnachten so an Vorschriften war, mit wie vielen Personen, unter welchem Alter, in welchem Zusammenhang man dann irgendwie sich treffen oder nicht treffen durfte. Das waren ja teilweise wirklich abenteuerliche Ansagen, die da gemacht worden sind. Ich kann mich an überhaupt nichts Detailliertes mehr erinnern. Ich glaube, nur jetzt im Moment gibt es keine solchen Ansagen. Also wir wurschteln uns da irgendwie so durch. Ja. Hat es denn in diesem Jahr auch irgendwas gegeben, wo du sagen würdest, ja, das hat 2021 für mich im Positiven markiert? Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, meine letzten 2 Jahre, was das Private angeht, sind relativ deckungsgleich. Sowohl das ganze Theater, was mit Corona war, erst gingen die Zahlen hoch, dann waren sie im Sommer unten, dann gingen sie wieder hoch. Das Gleiche ist ja 2021 dann auch passiert. Und wir hatten 2020, Anfang des Jahres, ist ein Familienmitglied zum Pflegefall geworden. Das war jetzt dieses Jahr eben auch. Und davon, also durch solche Sachen unterscheiden sich eigentlich die beiden Jahre vom restlichen Leben im Grunde oder die restlichen 5 bis 10 Jahre davor. Und ich habe jetzt auch überlegt, was das Jahr so anders war, so grundsätzlich anders. Aber muss ehrlich sagen, so allzu viel war jetzt bei uns nicht. Wir haben unseren Garten draußen einmal auf links gedreht. Das war ein Erlebnis natürlich, weil da wirklich nichts mehr aufeinander war. Habt ihr was gefunden dabei? Nee, das Gold? Leider nicht. Doch, einen riesigen Felsbrocken. Einen riesigen Felsbrocken und da haben sie dann doch Schwierigkeiten gehabt, den überhaupt wegzukriegen. Da musste dann ein Spezialbagger hergefahren werden. Ach, der was? Das dann. Ja. Da kam dann plötzlich so ein Allgäuer Konglomeratgestein da unten raus, den da irgendjemand verbuddelt hat und gedacht hat, den bräuchte man nie wieder angreifen. Aber jetzt kam der plötzlich raus beim Umgraben und den haben wir dann wegbringen müssen. Aber wirklich, wir haben teilweise 12 Maschinen parallel im Garten stehen gehabt, da war wirklich nichts mehr. Die Nachbarn haben sich schon gefragt, ob wir vielleicht einen Swimmingpool bauen oder so eine 10-Meter Olympiabahn oder irgend sowas, weil unser Garten war wirklich nicht mehr wiederzuerkennen. Und ja, das war unser Highlight des Jahres eigentlich, weil ich bin ja im Homeoffice, ich habe mein Homeoffice-Büro genau zu dieser Seite raus und für mich gab es dann natürlich ständig irgendwas Schönes zu sehen. Ja, Bagger gucken, es macht Spaß, das ist toll. Konglomeratsgestein, hast du wirklich das Wort verwendet gerade? Ich habe das versucht hier aufzuschreiben. Allgäuer Konglomeratsgestein, das ist ein großartiges Wort, habe ich noch nie gehört, aber super, kommt sofort in die Sammlung, der Sammlung der besonderen Worte, herrlich. Na, hören wir doch mal eben, was die anderen so erzählen. Gesche, wie geht's dir denn? Hast du in diesem Jahr irgendwas Besonderes erlebt? Also das Erste, also im Moment muss ich sagen, so ganz persönlich, privat, ist für mich sehr viel das Thema Hund einfach gewesen. Unser kleiner süßer Hund ist ja gestorben und das war halt irgendwie ganz traurig, aber auch ganz schön, weil wir so schön Abschied genommen haben. Und diese Zeit auch, weil sie so krank war und so, irgendwie so total intensiv war. Und ich für mich nochmal so ganz viel über Trauer auch gelernt habe, das fand ich eben total, total spannend. Ja, ich habe noch nie... Entschuldigung, dass ich da so reingrätsche, aber du bist ja, was Trauer angeht, allein beruflich, also vielleicht nochmal zur Erinnerung, du bist Pastorin. Wenn jetzt noch jemand fragt, katholisch oder evangelisch, dann fliegt der gleich aus der Leitung. Und damit hast du natürlich mit Trauer und Trauerfeiern, also du bist diejenige, die am Grab die Segensworte spricht, hast du natürlich unmittelbar immer zu tun. Was kannst du denn noch
von Trauer gelernt haben. Das finde ich jetzt interessant. Ja, also das klingt jetzt vielleicht komisch. Also Menschen, die so die Hundemenschen da draußen verstehen das jetzt, was ich sagen werde. Und manche Leute denken vielleicht so, hä, das ist halt ein Hund, was hat das damit zu tun und so. Ich habe noch nie einen nahen Angehörigen verloren. Also meine Großeltern sind gestorben und es war halt auch traurig, aber das ist halt nicht so nah dran, wie wenn man vielleicht einen Partner oder Geschwister oder so oder die Eltern verliert. Oder ja, das ist irgendwie was anderes. Und als ich um meinen Hund getrauert habe, habe ich an mir selber Dinge bemerkt, die ich sonst von trauernden Angehörigen kenne, aber eben nur aus der Beobachtung kenne. Und auf einmal war ich da selber so drin irgendwie. Und das war ganz interessant. Also ich war halt fix und fertig und habe viel geheult und so. Und irgendwann habe ich mich dann so selbst beobachtet und dachte so, ah, oh, interessant. Ja, das war lehrreich. Ja. Ich habe letzte Woche habe ich auch eine interessante Erfahrung mit Trauer gemacht. Eine sehr enge Kollegin ist bei uns verstorben. Also noch mitten im Dienst, also hatte die Rente noch, war noch ein paar Tage davon entfernt. Also eigentlich, wie man so schön sagt, zu früh aus dem Leben gerissen. Mhm. Und ich habe in einem dienstlichen Kontext dazu was sagen wollen, einfach so eine Erinnerung sagen wollen. Und bis zu dem Moment, wo ich den Namen aussprechen wollte, war ich total gefasst. Und in dem Moment, wo ich den Namen ausspreche, hat es mich emotional so umgehauen, dass ich da vor versammelter Mannschaft rumgeheult habe. Also, wo ich auch gedacht, was passiert denn jetzt auf einmal? Also, da war ich tatsächlich ein bisschen überrumpelt von meiner eigenen Emotion. Also, man kann tatsächlich. Hast du dich geärgert hinterher oder war es gut eigentlich, dass es passiert ist? So ein bisschen gemischte Gefühle. Also, einerseits, andererseits. Ne? Einerseits. Ja, ich habe mich so ein bisschen geärgert, so die Fassung zu verlieren. Andererseits war es einfach authentisch. Mir geht dieser Verlust nahe und das war halt so, wie es war und dann ist es auch okay. Also ich kann dazu stehen. Ich hätte es gerne etwas souveräner gemacht, aber ich kann auch dazu stehen, wie es halt gewesen ist. War für die anderen vielleicht ganz gut? Ich habe zumindest, es war eine Zoom-Konferenz und ich habe von zwei Leuten dann auf dem, also da gibt es ja so Kanäle, allgemeine und private Kanäle, und habe dann auf dem privaten Kanal von zwei Leuten die Rückmeldung bekommen, dass sie sich für meine Erwähnung da halt bedankt haben sogar. Also insofern war es nicht ganz falsch, aber ich habe mich wirklich selber über mich gewundert. Deswegen verstehe ich gut, dass du sagst, du beobachtest dich selber und lernst dich da auch an gewissen Stellen jetzt nochmal anders kennen. Kann ich sehr gut nachvollziehen, tatsächlich. Und soll keiner sagen, es ist ja nur ein Hund. Also ich selber habe ja keine Haustiere, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn dieses Tier ständig um dich ist und du auch, es ist einfach ein Mitbewohner, Familienmitglied und das fällt halt genauso schwer. Ja, genau. Also ich würde es halt nie, natürlich ist es nicht wirklich gleichzusetzen in dem Moment, aber es gibt ähnliche Gefühle und ich glaube wirklich, die Trauermechanismen sind da schon, ja, es gibt da Parallelen auf jeden Fall. So. Ich hätte da eine Frage, Gesche, darf ich mal kurz reingrätschen? Selbstverständlich. Du konntest dich jetzt auf diesen Moment vorbereiten. Ihr wusstet ja, was auf euch zukommt. Jetzt hast du gesagt, du hast das zum ersten Mal erlebt. Wie hast du dich denn auf diesen Moment vorbereitet? Auf das Sterben? Auf das Sterben und das Abschied nehmen, ja. Also ich habe viel geheult. Ich habe auch so gesagt, ich heule jetzt schon mal, damit es dann nicht so. Das Fiese war halt, dass wir entschieden haben, sie einschläfern zu lassen. Und es halt Tage vorher, bevor der Tierarzt dann kam. Das heißt, du lebst mit dem Hund und guckst ihn immer so an und denkst so, du wirst sterben. Ich habe das gerade entschieden. Und ich habe das für mich dann erstmal so ein bisschen versucht, vom Kopf her ethisch klar zu kriegen. Ich bin halt eh so viel, ich interessiere mich eh für Tierethik und habe da nochmal viel gelesen und so zur Euthanasie und habe das einfach alles rausgelassen, habe viel mit ihr gekuschelt und ich habe ganz viel vorbereitet tatsächlich und sowohl vorher als auch hinterher und das ist was ich eben bei Angehörigen auch oft erlebe, dass was tun zu können. Klar, wenn du dich auf den Tod von einem Menschen vorbereitest, oder auch auf dein eigenes Sterben. Hatte ich vorhin im Vorgespräch schon erzählt, ich war vorhin bei einem Gespräch von Menschen, die jetzt ihre Bestattungsvorsorge gemacht haben und sich jetzt mit der Pastorin treffen wollten für ihre eigene
Trauerfeier. Das ist natürlich, das kann natürlich total hilfreich sein. Ich habe mir vorher überlegt, dass ich einen Tierbestatter haben will und dass sie kremiert werden soll und mit der Urne zurückkommen soll und diese ganzen Dinge und nochmal die ganzen Leckerlis zu kaufen, die sie am liebsten mochte und so weiter, ja. Also diese letzte Zeit nochmal besonders schön machen. Und genau, und hinterher halt auch. Und das gilt natürlich auch für Menschen, die sehr, die auch überraschend und plötzlich jemanden verloren haben, dass man hinterher auch wieder irgendwie zu tun hat. Und was macht und sie und eine Entscheidung trifft und das Haus irgendwie in Ordnung bringt und so eine Erinnerungsecke vielleicht macht und all diese Dinge. Und gucken, was bleiben für Dinge übrig. Also wir haben, und die ganzen Leckerlis und so, die dann noch übrig waren, weil am letzten Tag hat sie gar nicht mehr gefressen, haben wir an jemanden verschenkt, der hier mit Hund, der ist eine wohnungslose Person, die mit Hund hier immer unterwegs ist und der hat dann das ganze Hundefutter von uns bekommen und so. Also was passiert mit den Dingen, die noch da sind? Wo kann ich da noch was Gutes tun sozusagen? Und ja, viel drüber reden auch, ja. Das klingt genau. Aber jetzt mehr so nach technischen Dingen. Wenn ich dort hier richtig verstehe, ist es auch die Frage, wie macht man das so fürs Gefühl? Also mit der. Ja, aber das ist schon hilft, das, was das auch hilft. Ja, das hilft auf jeden Fall. Und das merkst du bei Menschen, die einen Trauerfall in der Familie haben, auch wirklich dieses, was zu tun haben. Das ist gut und das ist total wichtig. Mit dem Bestatter telefonieren und diesen Kram klären, mit der Pastorin reden oder dem Trauerredner oder wem auch immer, wer das dann macht, mit dem Friedhof eine Grabstelle aussuchen. Dieses, was zu tun haben einfach. Weil sonst machst du, sonst sitzt du da und bist traurig und kannst nichts tun. Menschen wollen was tun. Aber ich dachte immer, da käme dann aber nach dieser aktiven Phase, wo man eben auch als Angehörige gefordert ist und funktionieren muss irgendwie und auch sich in diese Rolle halt hineinfindet, dass dann danach aber dann so ein Loch kommt, also wo man dann plötzlich dann merkt, oh, jetzt weiß ich gar nichts mehr, ich habe jetzt alles getan, was ich da tun musste und jetzt merke ich den Verlust, den schmerzhaften Verlust erst richtig. Es das gibt ist so meine Psychologie. Ja. Es gibt so eine Zäsur nochmal nach der Beisetzung und auch das war jetzt bei uns so, wir haben ja auch mal die kremieren lassen und eine Urne bei uns im Garten beigesetzt und das, ich hoffe wirklich, dass das niemand irgendwie, dass ich das jetzt so parallel mit Menschen und Tieren, ich hoffe, dass das jetzt niemand irgendwie als unangemessen empfindet. Diese Zeit bis zu ist wie so eine Zeit dazwischen irgendwie. Wo man, ja, auch dieses seinen Toten wiederzubekommen, sich zurückzuholen, so, ne? Nach der Trauerfeier, nach der Beisetzung, wie auch immer man das begeht, dann fängt wieder was Neues an, ein Stück weit. Und da kann, klar kann da so ein Loch kommen irgendwie, aber das ist natürlich, ist das auch mega individuell. Es gibt ja kein Schema F dafür. Aber es gibt schon so grobe Muster, die man immer mal wieder erkennt. Auch zum Teil total absurdes Verhalten. Also so ein Sprung von totaler Hektik, von ich muss jetzt hier dieses und jenes fertig machen und total Menschen, die dann total unruhig sind und total wuselig sind, bis hin zu im nächsten Moment einfach da sitzen und an die Wand starren und heulen. So. Und das ist auch okay. Das darf alles immer da sein. In der Trauer ist alles erlaubt. Das ist ein schönes Wort. Das ist ein schönes Wort, also auch entkrampfend irgendwie. In der Trauer ist alles erlaubt. Also, du kannst natürlich jetzt nicht andere Menschen umbringen, also das alles hat natürlich auch seine Grenzen, ist klar. Nein, aber mich fragen oft Leute, ob dieses oder ob ein bestimmtes Verhalten normal sei oder ob macht man das so und so oder ich habe diesen und jenen Gedanken gehabt, sagen Sie doch mal, Frau Pastorin, ist das nicht merkwürdig oder so? Und ich sage immer so, nein, das ist Ihre Trauer, es ist alles richtig, das ist alles in Ordnung. Es gibt kein Falsch und habt keine Angst, falsch zu trauern. Ja, da habe ich jetzt letztens noch mit jemandem drüber gesprochen, über
gesellschaftliche Erwartungen auch. Also weil die Leute erwarten eine große Trauerfeier. Und wenn man dann sagt, nee, ich möchte aber eine ganz kleine, ich möchte nur im stillen, im kleinsten Kreis, dass das teilweise nicht wirklich akzeptiert wird. So nach dem Motto, ist doch eine, da, also du musst uns doch die Gelegenheit geben, du musst doch so und so, du musst doch so und so. Und einerseits kann ich zwar diesen Erwartungsdruck oder die Erwartungshaltung schon auch verstehen, andererseits würde ich auch immer sagen, die Trauernden, das sind diejenigen, die da die Dirigenten sind und die dürfen sich oder brauchen sich von niemandem irgendwas vorschreiben zu lassen. Ja. Und es gibt auch übrigens eine Erwartung, das läuft aber viel unterschwelliger, wann Trauer zu Ende zu sein hat. Das ist doch jetzt schon ein Jahr her oder das ist doch jetzt schon so und so viele Jahre her. Und das finde ich auch total wichtig, eben zu sagen, auch wenn du nach Jahren noch trauerst, das ist gerade oft auch bei Eltern, die ihre Kinder verloren haben, so ein Thema, da hörst du ja nicht auf nach einem Jahr oder so, du hakst das ja nicht ab. Die Trauer bleibt halt und das ist auch okay. Und das ist eben oft schwierig, dass auch zum Teil das Umfeld das dann eben nicht so versteht oder die Betroffenen das Gefühl haben, es wird nicht verstanden. Und Trauer muss gar nicht zu Ende sein irgendwann, finde ich. So. Ja, ja. Es gibt einen Podcast zum Thema Trauer von Tobias Migge. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie weit er den gemacht hat, wie viele Folgen es noch gibt. Aber ich möchte trotzdem an der Stelle darauf hinweisen. Und prima. Ich würde das vielleicht für die Shownotes nachreichen. Ja, super Idee. Ich wollte mich gerade mal so eben entschuldigen, weil ich habe dir, Gesche, erklärt, was Dotti gefragt hat, wobei Dotti selber hier im Kanal ist. Also ich habe mich... Das ist gut. Dotti, bitte. Nee, alles gut. Entschuldige, alles gut, dass ich... Schön, dass du mich so gut verstanden hast, Martin. ja, aber das ist natürlich... Also, ich hätte aber auch gleich noch eine Frage nachzuliefern. Die Beerdigungen, also gehen wir mal zu den Menschen zurück, die Beerdigungen, die finden ja jetzt alle sehr im kleinsten Kreis statt. Ist das anders? Ist das leichter für die Angehörigen? Oder weil der ja so ein gewisser Erwartungsdruck da ist, das hatten wir ja auch gerade eben angesprochen, dass vielleicht viele Leute normalerweise zur Beerdigung kommen wollen. Oder ist es einfacher dadurch, dass der Kreis kleiner ist? Also ganz so klein ist es ja im Moment schon gar nicht mehr. Wir können unter 3G eigentlich relativ viel machen wieder. Mhm. Es war ganz am Anfang der Pandemie sehr viel schwieriger. Ich glaube, für manche war es eine Entlastung. Auch ganz am Anfang, als wir gar nicht in die Kapelle konnten und direkt auf dem Friedhof waren, weil auch ganz schöne neue Formen da entstehen. Das auch schön sein kann, wenn die Musikerin einfach mit der Gitarre am Grab sitzt und spielt und man nicht, es muss gar nicht die Orgel sein oder so. Mhm. Also viele, glaube ich, nimmt es ein bisschen Druck, aber für viele ist es auch schwer. Ich fand es am Anfang, also im vorherigen Jahr noch, das Schwerste ganz am Anfang wirklich, dass die Leute nicht so Abschied nehmen konnten. Wobei da ja noch dazu kam, dass die oft auch von ihren Sterbenden gar keinen Abschied nehmen konnten, wenn die halt im Heim oder im Krankenhaus waren. Mhm. Also gibt's beides irgendwie. Good Morning heißt der, also gutes Trauern, Gespräche über Tod und Trauer mit Tobias Migge. Es gibt 6 Folgen. Der hat vor einem Jahr schon damit aufgehört, aber ist trotzdem eine Hörempfehlung. Es ist auch eine Folge mit mir dabei. Ja. Ja, das war jetzt ein eher... So, ja, Martin wollte nicht so viel über Corona reden. Lass uns stattdessen über Tod reden. Genau. Oh. Ja, okay. Ist halt, also ne, man kommt halt nicht drum herum. Aber es hat zumindest eine schöne Sache auch gegeben. Das habe ich jedenfalls deinen Tweets entnommen. Du gibst uns immer so ein bisschen auch Einblick in dein Leben. Nämlich, dass du eine Festanstellung in deiner Gemeinde bekommen hast, die... was ist das Presbyterium oder die Leute vor Ort, die da was zu entscheiden haben? Bei uns. Der Gemeinderat. Ja, genau. Also ich war jetzt im Probedienst hier bei mir in der Gemeinde und genau nach 3 Jahren kann man sich dann halt wählen lassen oder halt auch nicht. Also die haben mich gewählt, jetzt bleibe ich hier in Röms, in Riddemis. Genau, das ist ganz gut. Ich wollte aber tatsächlich, hast du Fragen dazu noch? Nein.
Es ist nicht wo du so sagst, nee, habe ich nicht. Ist so Lebenszeitverbeamtung und bla. Ich wollte noch was wirklich Schönes zu diesem Jahr sagen. Und ich glaube, etwas, was viele so also auch erlebt haben, was ich finde es so toll, was dieses Internet kann. Und naja, also das Jahr, fand ich, fing so ein bisschen an, noch unter dem Eindruck vom RC3, was ja Claudia auch vorhin schon hatte anklingen lassen. Und für mich damit, dass ich dort in diesem Internet einen sehr netten Menschen kennengelernt habe, der mir dann meine digitale Kirche gebaut hat, in diesem Work-Adventure, was wir seitdem ja viele von uns ja sehr viel benutzt haben. Und genau, also das ist ja erstmal total großartig. Und Dankeschön, Jan. Und ich fand es total faszinierend, wie Freundschaften sich intensiviert haben mit Leuten, die man eher eben, ja, mit denen man eher online verbunden ist, hier aus der Podcaster-Community oder auch aus anderen Ecken. Und ja, schöner Effekt quasi, eine schöne Sache aus dieser Zeit, dass man da, wo irgendwie Kontakte aufgelöst werden, woanders aber wieder das Menschen zusammenführt. Und vielleicht sogar Menschen, die sonst mehr alleine vor ihren Rechnern gesessen haben. Und da wirklich Kontakte und Freundschaften irgendwie entstehen. Dieses Internet, das uns alle so einsam macht. Genau, das wollte ich nämlich auch sagen, dass diese Jitsi-Treffen allabendlich oder auch mal nachmittags, das war auch eins meiner Highlights dieses Jahr und auch schon letztes Jahr, aber dieses Jahr ist es echt ja nochmal intensiver geworden. Der Computer ist nicht nur Arbeitsmittel, sondern Kommunikationsmittel. Mhm. Viel mehr geworden, glaube ich, in den letzten 24 Monaten, oder? Also ich habe noch nie so viel Videotelefonie gemacht. Ich überlege schon ein passenderes Wort, weil das immer so sperrig ist. Videokonferenz. Jemand sagte Videofonieren. Auch nicht so schlecht. Ja, für mich ist das ja immer noch was ganz Privates irgendwie. Also ich habe bisher nur bei der Arbeit zwei oder drei Videokonferenzen gehabt und das war's. Und sonst nutze ich das echt nur privat und deswegen habe ich da immer noch positive Erinnerungen dran. Nix langweiliges, dröges oder was auch immer. Ja. Klar. Ich habe übrigens, schon vor zwei Tagen ganz doll an dich denken müssen. Ich habe einen Bericht im Norddeutschen Rundfunk gesehen, dass in Husum eine neue Orgel eingeweiht worden ist. Ja, das ist in der Nachbargemeinde, ja. Genau, in einer Nachbargemeinde. Das habe ich dann wohl auch gesehen, weil ich habe mir die Leute, die da zur Einweihung gekommen sind, genau angeschaut, weil ich dachte, vielleicht steht Gesche dabei. Zumindest ist ja auch die Bischöfin da irgendwie erschienen. Nee, Landesbischöfin. Ich war tatsächlich nicht da, unter anderem auch, weil ich da gerade kurzzeitig in Quarantäne war. Ah, okay. Aber die haben, und ich habe den kleinen Ausschnitt hier aus dieser Reportage mitgebracht, die haben, wir hören das einfach mal an. Sebastian, könntest du einfach mal das unter Orgeleinweihung in Husum, diese 35 Sekunden abspielen, bitte? Klar. Liebe Festgemeinde, nun ist er gekommen, der wunderbare Augenblick, in dem die neue Kleistorgel hier in der Marienkirche in Husum feierlich eingeweiht werden wird. Diesen Move, die haben über Monate lang diese Orgel eingebaut, die hat irgendwie Hölle viel Geld gekostet und dann spielen die als erstes den Marsch auf Star Wars zur Einweihung dieser Orgel. Ich habe mich wirklich gefragt, ob es tatsächlich das erste war, was Kaiser gespielt hat das oder ich ob es so geschnitten auch war. Nicht. Ich muss ihn das auf jeden Fall nochmal fragen. Ich glaube auch, dass das geschickt geschnitten war, aber ich glaube schon, dass das während der Feier tatsächlich gespielt worden ist und es gibt tatsächlich. Das könnte deine Handschrift sein. Also, das wäre original, was ich dir zutrauen würde. Nee, absolut gar nicht. So ist nicht eine. Nein, wirklich nicht. Wenn ich so viel Geld übrig hätte, wüsste ich ja was anderes damit zu machen, als eine Orgel zu bauen. Aber das ist ein anderes Thema. Tatsächlich gibt es jetzt mittwochsabends immer noch mal so eine Orgelmusiken in der Marienkirche. Das wurde bei Facebook gepostet und eine schrieb da drunter bei Facebook, weil sie wohl den Beitrag gesehen hat, was dann so gespielt wird, weil sie so gerne nochmal das Star Wars, weil sie überhaupt dann gerne mal in live das Star Wars an der Orgel hören wollen würde.
Ja. Das ist so krass. Ich habe so gelacht, als ich das gesehen habe. Ein sehr schöner Beitrag. Übrigens, man verfolgt dann auch als Protagonistin eine junge Frau, die da Orgelbauerin lernt, eben ist irgendwie eine Azubine. Die hat früher mal eben 4 Semester Jura studiert und dann gesagt, ach nee, ich baue da lieber Orgeln als Gesetze. Das fand ich auch irgendwie witzig. Ja. Also sehenswert. Also es wäre so eine Art Blütenschatz. Okay, also du wüsstest sogar mit dem Geld was Besseres anzufangen. Du nimmst dann lieber deine Gitarre und das reicht dann. Nee, und unsere Orgel ist halt noch heil, im Gegensatz zu der, die früher in der Marienkirche stand. Ja, aber na, es gibt viele Leute, denen ist auch Kulturförderung wichtig und das ist ja jetzt nicht irgendwie 1:1 mit Kirchensteuermitteln aufgebracht worden, da sind ja Fördermittel reingeflossen und sehr, sehr viel Fundraising und wenn den Leuten dieser Aspekt wichtig ist an Kirche, dann sei es so. Ja. Ja, das macht ja jede Gemeinde auch irgendwie anders, ja. Setzt Schwerpunkte. Ich würde es auch nicht kritisieren, ich fand es vom Gedanken her. Ich hatte den gleichen Gedanken, den du gesagt hast, das war doch nicht das allererste, sondern es ist einfach nur so geschnitten. Ja. Die werden wahrscheinlich schon mit großer Gott, wir loben dich oder irgendwas angefangen haben, etwas mehr so in Richtung Kirche und vielleicht als Rausschmeißer dann dieses eher weltliche. Ich fand das einfach so gut gemacht. Gut, habe ich hier mein Blütenschatz schon verballert sozusagen. Wir wollen doch die anderen zu Wort kommen lassen. Der Daniel ist ja auch da. Daniel, was ist denn das Jahr 2021 für dich? Was wir wissen ist, dass du das Jahr verbracht hast, ohne deine persönlichen Erlebnisse in einen Rekorder zu sprechen, weil du deinen Personal Podcast, den Brombeerfalter, ja leider eingestellt hast. Ist das Fluch oder Segen? Also ich persönlich vermisse ihn tatsächlich gar nicht. Ich hatte ja auch bei den letzten Folgen so in der Jahresmitte 2020 schon für mich das Gefühl, dass meine Luft in dem Format draußen ist und deswegen hat sich das für mich richtig angefühlt. Was ich dann schon ein bisschen bemerkenswert fand, es lief ja jetzt auch vor kurzem die Domain aus. Die habe ich also nicht weiter aufrechterhalten, brombeerfalter.de. Und ja, also kaum teuer war die verkauft, versteigert oder nicht? Ja, ja, nein, nicht direkt versteigert, aber kaum war die abgeschaltet, sind die Domainhändler auf mich aufmerksam geworden und wollten unbedingt diesen Aufcode haben. Und am Ende hat dann irgendwie eine österreichische Firma mir einen mittleren zweistelligen Betrag übergeholfen, dass ich ihnen den verrate. Und damit war das die höchste Einzelspende in der Geschichte des Brombeerfalters. Also so muss sich ein straßenmusizierender Mensch fühlen, der irgendwie Geld dafür geboten bekommt, mal die Klappe zu halten, 20 Minuten. Ein Euro, wenn ich weiterspiele und 5 Euro, wenn ich aufhöre, ja? So in etwa, genau. Nee, aber ja, also mein Jahr war relativ ruhig tatsächlich, aber in so einem positiven Sinne. Also ich bin beruflich sehr gut, trotz der alles beherrschenden Umstände, durch das Jahr gekommen. Dieses Jahr komplett ohne Kurzarbeit und ohne das Gefühl, zu wenig zu tun zu haben. Es war für mich ein relativ unspektakuläres Jahr, aber kein schlechtes. Also besonderes Highlight war sicherlich der Sommerurlaub, wo ich also ein bisschen durch Deutschland gefahren bin, wie ich das 2020 schon gemacht habe und verschiedene liebe Menschen besucht habe. Da war mit Sicherheit die Zeit in Husum ein ganz großes Highlight gewesen. Und Zeiten in Husum sind immer ein Highlight eigentlich. Ja, absolut. Und als ich schon am Wegfahren von Husum war, dann da bin ich ja dann auch noch irgendwie ungünstig über einen Flohmarkt gestolpert und konnte meine kleine Sammlung historischer Bürotechnik um ein sehr schönes Exponat erweitern, das ich dort gesehen habe. Also das war schon recht nett. Aber nee, also irgendwas Spektakuläres, Besonderes ist tatsächlich dieses Jahr bei mir nicht großartig passiert. Das kann man nicht sagen. Also du aber arbeitest weiter jetzt am Daniel Brombeerfalter Büro Maschinenmuseum. So in etwa, ja. Ich hab mir seit 2 Jahren, glaube ich, jetzt ungefähr so eine kleine Sammlung mechanischer Schreibmaschinen aufgebaut. Jetzt ohne großen Sachverstand, aber mit viel Freude daran. Und ja, das macht mir gerade ein bisschen Spaß. Und mal schauen, wie lange ich das noch weiter treibe. Ja, doch, dieses Jahr bin ich dann tatsächlich auch so
offiziell eine Stufe älter geworden. Und ich meine jetzt nicht meinen Geburtstag, der ist ja jährlich, sondern ich bin tatsächlich so einem Verein beigetreten, der also deutscher nicht klingen konnte, auch in Bezug auf die Schreibmaschinen, dem Internationalen Forum Historische Bürowelt. Allerdings war der Grund für meinen Beitritt also hauptsächlich deswegen, weil die eine sehr große Online-Wissensdatenbank für Mitglieder haben, auf die ich zugreifen möchte. Das war der Hauptgrund. Aber was interessiert dich? Was fasziniert dich denn da so? Ich denke mal, dass ich es hauptsächlich faszinierend finde. Also zum einen, man sieht, wie diese Geräte funktionieren. Oder auch, warum sie es nicht tun. Das ist alles noch sehr gut begreifbar. Und auf der anderen Seite finde ich es faszinierend bei den, bei den höherwertigen Modellen, was man damals alles schon mit hat üben können, was heute irgendwie in Software gegossen wird. Also eine mechanische Tabulatorschaltung an einer mechanischen Schreibmaschine, die ist einfach faszinierend anzusehen, finde ich, wenn sie funktioniert. Und aber auch dieses andere ist, wenn man guckt, was für eine Lebenserwartung Geräte haben, die man heute kauft. Also man soll die ja nach Möglichkeit regelmäßig nachkaufen, weil ansonsten bringt es dem Hersteller ja nichts. Und dann hast du da irgendwie eine Maschine, die jetzt über 90 Jahre alt ist, da stehen und die 20 Jahre lang unbenutzt irgendwo rumstand und die brauchte irgendwie 10, 15 Minuten Pflege und funktioniert wieder so, wie sie vor 90 Jahren funktioniert hat. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend, irgendwie diese Langlebigkeit und Nachhaltigkeit und teilweise natürlich auch die Ästhetik. Also es gibt ja da auch wirklich sehr schöne Gerätschaften dabei, gerade wenn irgendwie eine Firma was technisch Neues erfunden hat, dann haben sie da auch meistens irgendwie eine besonders schmucke Maschine dazu auf den Markt gestellt, wo man richtig gemerkt hat, die sind jetzt stolz drauf, was sie entwickelt haben. Und ja. Ja, ich kann das durchaus nachvollziehen. Was also ja, und auch mit dieser Langlebigkeitsgedanke, es gibt ja zig verschiedene Hersteller und alle benutzen das gleiche Farbband. Und du kriegst diese Farbbänder heute noch. Und jetzt erzähl mir mal, dass du heute noch eine Tintenpatrone bekommst für deinen 1999 gekauften Epson-Drucker. Glaube ich nicht. Das stimmt. Ja. Ja, in der letzten Ausgabe hatten wir ja über das Gespräch von Tim Pritlove mit Armin Maywald gesprochen, der die Sendung mit der Maus über 50 Jahre lang gemacht hat. Und der sagte, dass sie bis letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf 16 mm Film gedreht haben. Also wirklich Zelluloid oder also die Nachfolge. Jedenfalls echte Bilder, keine Magnetbänder genommen haben. Und auf die Frage, warum, da sagt er ja, das ist beständig. Also er hat in seiner Zeit beim Fernsehen, da hat er, glaube ich, hat er gesagt, 30 verschiedene Komprimierungs- und also technische Codes irgendwie benutzt, die heute, also ne, VHS-Kassette, wenn du die heute bekommst, wo kannst du die noch abspielen? Da musst du das auch schon auf den Flohmarkt gehen, dir so ein Ding holen. Und er sagte, wir wären in einem Zeitalter des Vergessens. Also alles, was wir jetzt im Moment in der Hand haben, hat eine relativ kurze Lebensdauer. Und da hast du natürlich jetzt mit deinen historischen Maschinen einen Gegenpol sozusagen. Verstehe ich gut. Ja. Ich meine, angefangen hat es tatsächlich aus praktischen Erwägungen mit einer einzigen kleinen Kofferschreibmaschine. Also ich habe als Privatmensch gefühlt 4 bis 5 Briefe im Jahr, die ich wirklich auf Papier irgendwo hinschicken muss, weil es aus irgendwelchen Gründen anders nicht geht. Mehr sind es nicht. Und immer wenn ich einen solchen Brief auf meinem Tintenstrahldrucker ausdrucken wollte, war seit der letzten Benutzung die frische Patrone eingetrocknet. Und das hat mich tierisch geärgert. Und deswegen habe ich mir dafür 15 Euro so eine Kofferschreibmaschine auf dem Flohmarkt gekauft, um eben meine 5 Briefe im Jahr zu tippen. Das tue ich auch, dass daraus eben gleich eine Sammlung, die inzwischen also irgendwie ein IWA-Regal und noch ein paar andere horizontale Flächen in der Wohnung einnimmt, geworden ist. Damit habe ich damals nicht gerechnet. Wobei, ich kenne mich ja eigentlich, ich hätte damit rechnen müssen. Ja, bist schon länger mit dir vertraut, ne? Ja, zwangsläufig, ja. Ja, aber ist doch schön, wenn man so eine Sammelleidenschaft hat und die dann auch ausführen kann. Und das bringt ja dann auch mit sich, dass man vielleicht über Flohmärkte geht und mal guckt.
Oder ist das bei dir alles Zufall? Ist das gar nicht so gezielt aufgesucht? Ja, also es gäbe schon ein, zwei Modelle, von denen ich sagen würde, ja, die hätte ich schon ganz gerne. Aber ansonsten gucke ich tatsächlich zufällig auf Flohmärkten, was mir so gefällt. Und das kann dann eben auch dazu führen, so wie im Sommer 2020, dass dann auf einem Berliner Flohmarkt irgendwas sehr Schönes stand, was auch DIN A3 quer betippen kann, also mit relativ großem Schlitten, das man dann im Überschwang für kleines Geld kauft. Und dann steht man da mit so einem 22 Kilo Gusseisenschwein, das man irgendwie auf der Schulter erst vom Flohmarkt zur Straßenbahn, von dort in die U-Bahn, von dort in die S-Bahn und von dort nochmal einen Kilometer ans Hotel tragen muss. Bei irgendwie paaren 30 Grad im Schatten, nur Schatten war nicht da. Und dann also denken, es ist auch, Taschenuhren wären ja eigentlich auch ein schönes Sammelobjekt. Ja, also Drehbleistifte. Warum haben ich keine Drehbleistifte eigentlich? Genau. Und ich dachte, die Geschichte geht jetzt weiter, dass du mit dem Fahrrad gerade im Urlaub dort warst und jetzt müsstest du das Ganze noch in deinem Fahrradhänger mitnehmen oder so. Ja, wenn ich mit dem Fahrrad dort gewesen wäre, dann hätte ich es höchstwahrscheinlich nur bis zur nächsten Postfiliale transportiert und mir dort einen Karton besorgt und es dann irgendwie nach Hause geschickt. Das hätte ich dann, glaube ich, nicht den restlichen Urlaub. Wobei, natürlich für das Urlaubstagebuch, ich glaube, man macht sich auf dem Campingplatz sehr viele Freunde, wenn so alle so am Futterkoma wegdösen sind und du packst hier die große Torpedo 6 aus, tak, 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 ding, rutsch, tak, 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 tak. Ach, herrlich. Wie, Sie wissen nicht, was die CR-Taste ist. Natürlich. Herrlich, das ist schön, der Gedanke. Ich habe so richtig schon den Geruch in der Nase von den Maschinen, von dieser Tinte und das Metallische von dem Gehäuse. Also wo du das gerade erklärt hast, ich habe das so richtig schön gerochen. Apropos Geruch, dann kann ich dir noch einen Geruch in die Ohren zaubern sozusagen. Es ist ja so, wenn man alte Technik sammelt, dann kriegt man auch sehr viel alte Technik geschenkt, die bei anderen Leuten nur Platz wegnimmt. Und ich habe mich noch nicht genau damit beschäftigt, wie das Gerät funktioniert, aber ich habe auch seit einiger Zeit hier so ein Original Abzugsgerät, was man noch aus Schulzeiten kennen könnte, für diese Spiritusmatrizen daheim zu stehen. Ja. Könnt ihr es riechen? Ja. Ja. Ein Nasenwurm, genau. Sehr so. Schönes Wort. Jetzt weiß jeder, wie alt wir sind. Oh, yo, Matrizen abziehen. Ich bin die Einzige, die das nicht mehr kennt, oder? Also das ist praktisch, du hast auf so eine Art speziellen Durchschreibesatz, möchte ich es mal nennen, geschrieben. Schreibmaschine oder mit Stift. Dann hattest du auf der Rückseite in Spiegel verkehrt dein Original mit so einer dicken, dunkelvioletten, fetthaltigen Farbe. Und das hat man auf so einen drehbaren Zylinder aufgespannt. Unten kam Spiritus rein und dann wurde praktisch durch Kurbeln wurden dann drunter die Papierblätter durchgezogen und dieses Original hat sich nach und nach auf die Kopien abgedrückt. Also man konnte da immer so 150 bis maximal 200 Abzüge machen, dann war das Original verbraucht. Und das waren war immer das diese so Blätter, die so dann so blau mit so ein bisschen ausfasernder Schrift waren? Also so ein bisschen genau. Und wenn die, und wenn die frisch nicht waren, nicht so scharf haben die so gestochen, einem, sondern so, ja. Ganz genau, die waren das, immer so ein ganz dünnes Papier, weil das musste sehr saugfähig sein, weil das ja eben den Spiritus aufnehmen musste. Und wenn die noch relativ frisch waren, haben die immer nach so einer Mischung aus Industriealkohol und Marzipan gerochen. Oh mein Gott. Marzipan war das. Jetzt verstehe ich das auch. Weil ich das immer so lecker fand. Ich hätte am liebsten mal da reingebissen. Also Spiritus esse ich ja nicht. Aber das Marzipan. Ah, guck mal. Danke. Gerne. Du solltest einen Podcast darüber machen. Krass. Daniel könnte einfach einen Podcast machen, in dem man nur andere Sinneseindrücke beschreibt. Also Gerüche und alles, keine Ahnung, in die Ohren zaubern, ja. Zumindest was die Schreibmaschinen angeht, habe ich ja schon über die ersten drei Exemplare meiner Sammlung Videos erstellt. Das möchte ich auch weiter tun mit den weiteren Exponaten. Warum ich das nicht getan habe, also ich hoffe, meine Mutter hört jetzt nicht zu, aber mal der Tisch, auf dem ich das aufbaue zum Aufnehmen, der ist irgendwie seit einem Dreivierteljahr so zugemüllt mit allem Möglichen und ich habe keinen Bock, ihn aufzuräumen. Valider Grund. Ja, absolut nachvollziehbar. Ja.
Aber tatsächlich auf meinem ultrageheimen Geheimblog, da habe ich da schon irgendwie, ich glaube, 3 Videos über die Schreibmaschinen schon gestellt, weil ich eine Schreibmaschine. Ob das so gut geht. Also da bin ich tatsächlich dafür, dass das Bild auch ein bisschen hilfreich ist. Und den Link zu dem geheimen Geheimblog, den findet ihr in den Shownotes. Wollte ich auch gerade fragen, wo finde ich den denn? Ich sende es den mal in den Chat rein, weil tatsächlich habe ich meinen Blog auf nicht googelbar gesetzt, weil bei Video, wenn man es selber hostet, da ist man so schnell unbeabsichtigt vielleicht doch mal in irgendeiner urheberrechtlich fragwürdigen Sache drin und dann muss es ja nicht jeder Crawler gleich finden, ne? Ja, das ist das Problem. Ich habe letztens eine ganz perfide Geschichte gehört, ging irgendwie wohl bei Twitter oder in irgendeinem Sozialkanal rum. Man sollte als Zeichen von Solidarität mit irgendwas sollte man ein Bild einer Kerze posten. Und dieses Bild war aber urheberrechtlich geschützt und jeder, der das dann gepostet hat, im guten Glauben, hat dann kurz danach von irgendeiner Anwaltskanzlei da so eine Abmahnung gekriegt. Und das ist natürlich total perfide, muss ich sagen. Wobei ich diese Geschichte oder vergleichbare Geschichten auch irgendwie alle paar Jahre immer mal wieder wahrnehme. Also ich weiß nicht, ob die Geschichte mit der Abmahnung dahinter nicht auch irgend so eine Hoaxwelle ist, die dann verbreitet wird. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Okay, könnte auch eine Urban Legend sein. Was alle das kommt nämlich auch so alle 2-3 Jahre immer wieder mal auf, diese Geschichte mit der Abmahnung. Okay, dann kommt das zu der Spinne in der Yucca-Palme. Und ab damit. Aber wo du gerade von der Trackmann-Reiseschreibmaschine gesprochen hast, da habe ich mich erinnert, dass ich irgendwann mal beim Podstock auch meine Olympia-Reiseschreibmaschine mitgebracht habe und voller Faszination gesehen hatte, wie sich der Sebastian, die sich genommen hat und erstmal quasi analysiert hat, wie man denn damit überhaupt umgeht und wie man zwischen großen und kleinen Buchstaben unterscheidet und das schwarze und das rote Band ich bin ganz schön alt. Die meisten Schreibmaschinen haben beim Farbwahlschalter noch eine dritte Einstellung, nämlich das Schreiben ohne Farbband. Mhm. Also ja. Das ist wiederum um die Originale für diese Matrizen zu beschreiben, dann wird nämlich das Abdruckbild ein bisschen schärfer. Eine Lage weniger, genau. Genau, dafür ist es da. Genau. Hauptsächlich. Mit der Geschichte vom Podstock wollte ich eigentlich ganz geschickt zum Sebastian überleiten und mal fragen, was denn das Jahr 2021 für ihn mitgebracht hat. Du scheinst irgendwie wahnsinnig viel zu tun zu haben in diesem Jahr. Hast du ganz viele neue Kunden bekommen oder was ist passiert? Zu tun zu haben, ja. Also klar, also StudioLink nimmt natürlich mittlerweile einen Teil meiner Zeit ein. Aber ansonsten so vom Arbeitspensum hat sich das zumindest beruflich nicht stark geändert. Wir sind sehr stark am Renovieren und solche Geschichten, haben wir die Zeit auch sehr häufig genutzt, letztes Jahr auch schon. Das kostet dann meistens ein bisschen Zeit. Ja, das sind so die Beschäftigungsfelder, wo ich gerade aktiv bin. Ja, und dann natürlich noch versuche, Events zu organisieren, die dann doch remote stattfinden müssen. Das ist dann mein anderes Hobby. Ja. Mit neuen Features, also mit Video dann auch noch dazu. Das war ja beim Remote-Podstock diese Funktion ohne Namen. Genau, also das eignet sich natürlich auch immer, da ein paar Experimente zu machen mit neuen Funktionen und wie etwas funktionieren könnte. Ja, das habe ich auch genutzt, richtig, ja. Ja, das war auch wieder ganz schön. Also wie die anderen schon sagten, gerade dieses Zusammenkommen im Digitalen, das funktioniert. Aber ich wäre dann auch irgendwann mal froh, wenn es irgendwann nächstes Jahr nicht mehr ganz so viel oder wir auch mehr in echt wieder zusammensitzen können. Mal schauen, ob das klappt. Das wäre so mein, wenn wir haben noch nicht über Wünsche gesprochen, aber das wäre so mein größter Wunsch für nächstes Jahr. Ja. Ah, guter Hinweis. Wünsche. Sofort aufschreiben. Claudia hat ja vorhin in ihrem Einspieler gesagt, dass es sich anfühlt, als wären wir so in einer Zeitschleife und nächstes Jahr wäre dann 2019, wo alle gesagt haben, bloß müssen. Hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Zeit, die Entwicklung stehen bleibt? Also, dass sich irgendwie nichts so
verändert, was sich normalerweise so von Jahr zu Jahr verändert? Ja, schon ein wenig. Also gerade so auch in dieser Podcast-Welt kommt mir das so vor, also ohne Subscribe, ohne andere Podcast-Veranstaltungen. Entweder hat sich das gesamte Thema von Ankündigungen verlagert, weil ich merke das ja auch bei uns im Querbeet, dass mir immer weniger Themen auffallen oder ich sie nicht mitbekomme. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob weniger vorgestellt wird oder Innovation da ist oder sie einfach nur an uns vorbeigeht. Ich tippe fast schon eher auf Letzteres, dass da einfach doch sehr viel sich bewegt, aber nicht in unserer Blase so aktiv wahrgenommen wird. Da wäre ja eigentlich auch die Möglichkeit des digitalen Gedankenaustausches, aber das ist nicht dasselbe, ne? An der Stelle. Oder ist da sowieso so ein bisschen die Luft raus? Also meine vorsichtige Interpretation ist ja auch so ein bisschen dieses Gefühl, mit einem neuen Medium zu tun zu haben, wo man sich auch noch so austauscht, weil man ausprobiert oder so, dass das auch langsam zu Ende geht, weil es jetzt ein etabliertes Format ist. Ganz viele Podcasterinnen und Podcaster steigen auf. Es gibt genug technische Unterstützung oder Hosting-Angebote oder so. Also dieses man muss alles selber machen, man will aber auch alles selber machen, weil man es kennenlernen möchte, so, dass das auch gar nicht mehr so als Triebfeder ganz vorne steht, sondern eher dann auch so, ja, dann kaufe ich mir halt einen Dienst und dann mache ich es mir halt einfach. Ist das auch ein bisschen Begründung, dass vielleicht so die Innovation nicht mehr so da ist? Das kann gut sein, ja, dass man eigentlich das meiste durchgespielt hat. Ich meine, Werbung oder Monetarisierung ist ja jetzt auch lange kein Thema mehr. Ich meine, das nimmt ja auch mittlerweile Einzug in Podcasts, die vor der Pandemie eigentlich dann auch nicht darüber nachgedacht haben. Also es etabliert sich auch und wird immer weiter akzeptiert. Plattformen nehmen immer mehr Gestalt an, werden auch immer stärker verwendet. Also klar, es geht tatsächlich mehr in die Breite, das merkt man, glaube ich, ganz deutlich. Und wo man noch vor, weiß ich, 10 Jahren oder so noch erklären musste, was Podcasts sind, ist das heutzutage, glaube ich, wirklich gar nicht mehr ein Thema. Ich habe auf der Arbeit einen alten Rechner, da ist noch Rede mit drauf. Das war irgend so ein Dienst, der mal eingerichtet wurde, damit man sich überhaupt remote verbinden kann. Und dann musste man aber mehrere Techniken hintereinander schalten, damit das überhaupt funktionierte. Und seit wir StudioLink haben, habe ich das überhaupt nie mal wieder angefasst. Also das ist dann mir letztens nur ins Auge gefallen, weil ich seit Wochen dann mal wieder im Büro war und dann gucke ich auf dieses Symbol und denke, was ist das denn eigentlich? Und dann fiel mir dann ein, oh ja, früher war das so. Das ist eine ganz andere Zeit. Und hatte dann auch andere Bedarfe, sich auszutauschen. Na gut. Ja, sonst irgendwie ein besonderes Highlight hat das ja dann nicht gebracht für dich. Nee. Lass uns eine mal neue Küche. Überlegen. Nee. Ja, genau, eine neue Küche. Ist ja schon mal etwas. Ne? Ja, ist doch auch, aber nicht vernachlässigen, genau. Genau. Okay, dann frage ich mal den Lars. Wie ist es denn bei dir ergangen im 2021? Ein Abzug, ein Matrizenabzug von 2020 oder unterscheidet es sich doch irgendwie? Ja, es gibt natürlich Sachen, die ähnlich waren, was so gewisse Frustfaktoren mit der allgemeinen Lage angeht, ganz klar. Aber unser Jahr war natürlich hier geprägt dadurch, dass wir umgezogen sind. Wir sind halt so 2 Autostunden von unserem vorherigen Zuhause entfernt und da war natürlich einiges zu tun. Das war erst in diesem Jahr? Ja, ja. Ja klar, natürlich. Also ich habe so komplett das Zeitgefühl verloren. Also bei mir ist ganz schwer irgendwie was einzuordnen, aber natürlich, das stimmt. Da habe ich ja noch gesagt, boah, in der Pandemie umziehen, das möchte ich jetzt aber auch nicht. Da möchte ich nicht tauschen. Das war ja doppelt schwierig alles. Also heute Morgen wurde ich daran erinnert, dass wir tatsächlich heute vor einem Jahr die mündliche Zusage bekommen haben für das Häuschen hier.
und ja, einen Tag später dann die schriftliche. Damit fing das, damit wurde die Sache dann konkret. Und ja, dann bin ich ja Anfang April hier ins neue Haus gegangen und habe im Prinzip 2 Monate lang zum größten Teil hier schon gelebt, habe den Handwerkern vorgearbeitet, habe von hier eben auch ganz normal gearbeitet. Das hat zum Glück mit dem Internetanschluss sehr gut geklappt, dass der tatsächlich Anfang April auch verfügbar war. Ja, und dann am Pfingstwochenende, am Pfingstfreitag sozusagen, sind wir dann endgültig, also haben wir das alte Haus verlassen und an dem Tag drauf wurde hier wieder ausgeladen. So, und damit hatten wir dann natürlich noch einiges zu tun. Also wir haben eben jetzt ein komplettes Haus umgezogen mit allem drum und dran, mit Garage und Schuppen und Keller und Dachboden. Das hat uns über das Jahr weiterhin natürlich ganz gut begleitet. Und beruflich war es auch sehr spannend dieses Jahr, aber sehr positiv, aber gut zu tun. Und ja, das sind eigentlich so die beiden Themen, die dieses Jahr ja durchaus intensiv gemacht haben. Und ja, vieles sonst wurde eigentlich durch die sonstige Lage, die wir im Moment gerade haben, so ein bisschen ja belastet, bedrückt, kaputt gemacht. Ja, kennt ihr ja alle. Ja, aber ich meine, das neue Haus ist ja ein, ich sag mal in Anführungszeichen, ein Traumhaus. Also das ist das, was ihr euch wirklich ausgesucht habt und eben drauf gefreut habt. Das ist doch dann schon ein Highlight, ne? Wenn man dann sagt, oh, super, wir haben diesen neuen Standort bekommen, wir haben das Haus in dieser Form bekommen, so wie wir es haben wollten. Überwiegt das? Oder ist die ganze Arbeit und die Mühe und die Überraschungen, die Negativen, die man vielleicht auch irgendwie eingefangen hat, macht das diesen Glanz des Schönen dann auch wieder weg? Nee, das mit dem Haus ist tatsächlich zum allergrößten Teil positiv. Wir hatten also einen etwas blöden Start mit der Heizungsanlage hier. Also ich war 2 Wochen hier, 2 Wochen im April hier drin. Parallel hatten wir das alte Haus noch, das dann ja verkauft werden sollte. Das sind also erste Weltprobleme, von denen ich jetzt gerade rede. Das nervt mich gerade selber irgendwie an. Aber naja, auf jeden Fall ist in genau der Phase, wo ich noch verantwortlich war für, also noch oder schon verantwortlich für beide Häuser war, tatsächlich in beiden Häusern die Heizung kaputt gegangen. Also wir hatten dann im neuen Haus 3-mal Wasser im Keller und im alten Haus war der Wärmetauscher dann kaputt. Das musste ich natürlich dann noch auf meine Kosten reparieren lassen, eben wenige Wochen bevor es dann an den Käufer ging. Und das war dann schon so eine Phase, wo es ein bisschen zwischendurch ziemlich ätzend war. Danach, als ich dann irgendwann das Vertrauen hatte, dass wenn ich jetzt irgendwo hier in das Haus reinkomme und es steht mal kein Wasser im Keller, was seitdem auch nicht wieder vorgekommen ist, seitdem geht es wirklich radikal bergauf oder ging es bergauf und inzwischen fühlen wir uns super zu Hause hier. Also es ist auch nicht so, dass wir hier noch ständig am Rödeln sind. Uns fallen noch ein paar Kleinigkeiten auf. Man könnte ja noch dies, man könnte noch das, aber wir sind eingezogen, eingerichtet, haben es uns auch schon sehr gemütlich gemacht und fühlen uns sehr zu Hause und haben auch das Gefühl, wir haben uns sehr verbessert. Vorher waren wir halt an einer sehr lauten Straße. Da war zum Beispiel Schlafen beim offenen Fenster nicht denkbar. Das können wir hier problemlos. Solche Sachen zum Beispiel und ein bisschen Raum für, ja, also ich habe sehr abgefeiert, dass es zum Beispiel jetzt einen kleinen Werkstattraum gibt, in dem ich auch mal sägen kann, ohne dass irgendwie die ein Teppich voller Späne ist oder was weiß ich. Das ist alles schon sehr super. Okay, also in die Familienchronik geht dann, oder in die, ja, in die Familie, ja, Chronik geht ein, Jahr 2021, das Jahr, in dem wir in das neue Haus gezogen sind. Oh ja, definitiv. Ja, mhm. Das war schon, ich gehe halt davon aus, dass ich kein weiteres Haus in meinem Leben kaufe. Das war jetzt absichtlich so komisch formuliert. Das heißt, hier würde ich sehr gerne alt werden. So. Das war eben bei dem vorherigen Haus, das wir sehr, sehr preiswert geschossen hatten, war von Anfang an gesagt, dass das nicht das
nicht die absolute Dauerlösung sein würde. Das war von Anfang an klar. Ja, das klingt doch dann gar nicht so schlecht. Nee, das habe ich. Ja, ist doch gut. Vera, was schreibst du denn in dein Poesiealbum, wenn da 2021 oben drüber steht? Ist die blöde Brücke. Die blöde Brücke, ja. Wir machen das hier mich, im Sauerland gerade nach. Im Sauerland, genau. Ja. Nee, das hat mich so ein bisschen wirklich genervt und Stress und Zeit und die da halt drauf ging. Aber auch sehr viele schöne Dinge. Also das war halt mit neben dem großen C war die Brücke so das zweite große Thema dieses Jahr. Aber nächste Woche ist es ja endlich vorbei. Ah, dann sind alle Trümmer weg und die Gleise liegen wieder, oder was? Genau, in 6 Tagen sollen die Bahnen wieder fahren. Ein Weihnachtsgeschenk für euch. Ja, genau. Ja, genau. Nee, das war und aber auch viele schöne Sachen. Ich wurde 40 dieses Jahr und habe viele Videochats gemacht, Funheim ganz viel, gewichtelt. Ja. Klingt jetzt auch nach einem relativ guten Jahr für dich. Ja, eigentlich schon, wenn die doofe Brücke nicht gewesen wäre. Und ja. Okay, wir haben alle das Problem mit C und du hast das Problem mit B. Genau. B und C, genau. B und C. Ja. Es war schön, weil viele Fahrten mit der blöden Bahn, die ja so ewig gedauert haben, ich mich quasi per Smartphone in die Videochats eingewählt habe und ich dann schön nach Hause begleitet worden bin von vielen Menschen. Das fand ich immer sehr schön. Also finde ich auch immer noch sehr schön. Ja, ich habe jetzt schon zweimal mich in solche, weil bei Twitter gibt es doch jetzt auch, wie heißt das Ding, Spaces oder so, das gibt es ja jetzt auch schon ein paar Monate und hat immer gesagt, brauche ich nicht. Und das waren aber irgendwie zwei so Datensicherheitsdinger, wo ich dachte, ach, da erzählt jetzt dieser Honkhase vom C3, das wird ja wohl solide sein, was der so erzählt. Und dann schaltest du dich mal da rein und ohne es zu wollen, benutze ich jetzt auch noch mehr von dieser Kommunikationstechnik. Es ist wirklich faszinierend. Man wird einfach da so reingezogen. Das ist ganz, ganz, ganz toll. Das stimmt. Ja, schön. Ja, klingt doch insgesamt. Ja. Ich dachte, ich wäre drumherum gekommen. Verdammt. Nee, natürlich nicht. Vera gibt mir keine Chance. was soll ich sagen? Also ich finde Homeoffice als solches, um mich zu schützen vor ansteckenden Krankheiten zum Beispiel, finde ich das großartig. Andererseits fehlt mir tatsächlich der Kontakt mit Menschen. Also ich bin erstaunt, ich brauche nicht viel Sozialkontakte, aber ich brauche schon ein bisschen. Also wie so ein Kaktus, weißt du, der braucht ja auch nicht viel Wasser, aber wenn er gar keinen bekommt, dann geht er halt ein. So fühle ich mich halt. So ein bisschen, so ein Tröpfchen pro Woche brauche ich dann schon. Und ich merke, dass mir dieser Austausch mit Kolleginnen und Kollegen überhaupt, das Vorortsein in der Universität, wo ich arbeite und sehen, wofür mache ich das eigentlich? Also dieses Gefühl haben, Bezug zu bekommen zu dem, was ich da eigentlich tue. Ich arbeite in der Verwaltung, von daher, eine Verwaltung ist ja schon mal so eine Abstraktionsebene von dem, was tatsächlich passiert. Und wenn du das dann noch von zu Hause machst, das ist dann so die Abstraktion der Abstraktion. Also noch entfremdeter von dem, was man eigentlich tut, kann man ja kaum noch sein. Und mir fällt das schon tatsächlich schwer. Also muss ich tatsächlich sagen. Ich habe jetzt die vierte Generation meines Arbeitsplatzes hier aufgebaut. Ich habe mir jetzt tatsächlich einen höhenverstellbaren Sockel bestellt und eingebaut, so eine einfache Arbeitsplatte oben drauf getan, dass ich mal stehen und sitzen kann, um überhaupt hier so ein bisschen Variation zu haben. Aber das ist alles nichts gegen ins Büro fahren und dort auch Leuten über den Weg laufen, mal Hallo zu sagen, mal gemeinsam einen Kaffee zu trinken oder so. Das ist alles... Das fehlt schon einfach sehr, finde ich.
Du wolltest was sagen, ich habe dich weggeredet. Entschuldigung. Nee, ich habe ja noch so das andere Extrem sozusagen, dass ich ja gezwungen bin, sozusagen weiterhin zur Arbeit zu fahren. Ja. Und den Menschen halt nicht aus dem Weg gehen kann, also gerade und dann, ja, ne, ja, ja, ich, es ist, als, ja. Und dachte das ich halt bei Daniel, auch. Halt, dachte ich vorhin bei Daniel halt auch, als Menschentransportierer bist du den Menschen ja auch immer so nah. Also ne, der steigen der Leute ins Auto und du, die könnten ja Virenträger sein oder so. Und wie, ist ja auch nicht so ganz angenehm, aber du scheinst damit ganz gut klarzukommen. Das stimmt. Bei uns hier am Bahnhof stehen, beim Taxi an der Beifahrerseite steht, bitte hinten einsteigen. Und dann ist da so eine Folie gespannt gewesen. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt noch haben, aber das war zumindest vor einiger Zeit, als ich mal geguckt habe. Also so ein Versuch zwischen Fahrgastraum und Rückbank, oder was heißt zwischen vorderen Bank und Rückbank, irgendwie einen Unterschied zu machen, war dann so ein, wie so eine, ja, wie man beim Renovieren so hat, so Folie irgendwie so reingetackert ins Auto. Wahrscheinlich auch hilflos, nutzlos, aber irgendwas wollte man halt tun. Darf ich ganz kurz reinspringen? Gerne, du sollst. Immerhin, das könnte für meinen Beruf tatsächlich etwas sein, was ich jetzt persönlich als angenehm empfinde. Die Leute gewöhnen sich jetzt auch in Deutschland so langsam dran, im Taxi hinten einzusteigen. Das war die ganzen Jahre vorher nicht der Fall. Nee. Und ich finde es, auch wenn die meisten Fahrgäste und Fahrgästinnen durchaus sympathische Wesen sind, aber trotzdem sind es Fremde. Und deswegen finde ich es ganz angenehm, wenn die sich auf einen Platz im Auto setzen, der dann doch so ein bisschen den maximal möglichen Abstand darstellt. Also ich meine, wenn ich jetzt in einen Zug oder Bus einsteige, wo erst nur ein anderer Fahrgast drin sitzt, dann setze ich mich ja auch nicht direkt neben denen, sondern halt ein bisschen Distanz. Also ich zumindestens. Und ich würde mir wünschen, nicht alle. Ich würde mir wünschen, ja, okay. Und ich würde mir wünschen, dass ich das bei meiner Kundschaft auch nach der Pandemiezeit beibehalten kann, dass hinten der Standardplatz im Taxi ist. Jetzt natürlich Fälle ausgenommen, wenn jemand aus körperlichen Gründen hinten, wo der Einstieg höher ist, nicht so gut reinkommt oder so. Das ist ja was ganz anderes. Da sagt ja keiner was. Ja. Wollte ich nur gerade kurz einwerfen. Manchen wird doch schlecht, wenn die hinten sitzen. Bitte? Bitte? Manchen wird doch schlecht, wenn die hinten sitzen. Mhm, genau. Ja, also wie gesagt, ich würde jetzt keinem, der irgendwie unbedingt oder so, aber es war wirklich jahrzehntelang so der Standard, man setzt sich so direkt neben den Fahrer, weil da kann man dann, wenn man als Fahrgast dann so richtig distanzlos ist, da kann man nämlich dann auch selber die Radioeinstellung verändern und solche Sachen, da möchte ich ja den Leuten am liebsten auf die Finger klopfen. Das, Ich als Fahrgästin kann sagen, dass ich am liebsten halt auch vorne eingestiegen bin, weil alleine hinten dann zu sitzen, da komme ich mir immer so chauffiert vor, ne? So als ob ich so, das ist mir unangenehm hinten ja, zu sitzen. Ja, oder es hat sowas Elitäres oder so Pseudo-Elitäres. Ja, genau, so. Das hat sowas Elitäres, genau. Und das ist mir super unangenehm. Also inzwischen jetzt ja, mit Corona so weiß ich das, aber ja. Aber die heutigen Kilometerpreise im Taxi, du wirst chauffiert und du zahlst dafür einen Haufen Geld. Das ist ja nicht so, dass man sich das einfach jeden Tag leisten mag. Ja, okay, hast ja recht. Nee, inzwischen jetzt, ich merke mir das jetzt auch für spätere Zeiten. Das wobei ist echt ich sagen so, ne? muss, ich aus eigener Erfahrung muss ich sagen, man sitzt neben Daniel sehr gut, vor allem wenn er mit einem durch Straßburg fährt und dann noch ein bisschen Sightseeing betreibt. Also ja, ich würde bei Daniel auch lieber neben ihm sitzen. Wir alle würden gerne viel häufiger neben Daniel sitzen. Chef, ich brauche ein Vito in Sonderausführung. Eine Sitzreihe, 9 Plätze nebeneinander. Genau. Tatsächlich war ich neulich in einer Stadt, die größer ist als die, in der ich lebe, das ist nicht besonders schwer, und bin dort Taxi gefahren und war etwas erschrocken darüber, wie schnell das sehr teuer wird, weil Husum ist halt wirklich sehr klein und wenn du hier mal ein Taxi nimmst, dann zahlst du selten mehr als 10 Euro, weil du wirst halt sehr schnell da, wo du hin willst, und ich war etwas erschrocken über Taxipreise in größeren Städten. Bei uns kommt noch dazu, wir sind ein großflächiger Landkreis, da fallen traditionsgemäß mehr Leerkilometer an. Also wenn du jetzt in einer richtigen Großstadt unterwegs bist, da fährt ein Taxifahrer, sage ich jetzt mal, 100 Kilometer und von denen hat er 70 bis 80 besetzt und der Rest ist Leerfahrt. Und bei uns ist es ein super erfolgreicher Tag, wenn wir halbe-halbe haben.
Aber wir haben auch Tage, da sind 30 Kilometer von 100 besetzt und 70 sind leer, weil einfach Anfahrt zum Kunden, kurze Fahrt und dann wieder zurück zum Taxistand und so. Deswegen sind bei uns die Kilometer richtig teuer. Also du zahlst bei uns inzwischen tagsüber von einer Fahrt auf den ersten 5 Kilometern 2,70 Euro den Kilometer. Danach geht's runter auf 2,20. Aber also allein die Fahrt in die nächste Kreisstadt 18 Kilometer entfernt, da bist du 50 Euro los. Ha. Das ist schon richtig Geld. Und komm nicht im Rollstuhl an oder als Gruppe von 5 Personen. Da rechnest du gerade nochmal locker 20-25% drauf. Da könntest du ja schon einen Friseursalon für aufmachen, für die Kosten. Ja, der fährt halt nicht so schnell. Kann halt einfach weiterhin zu Hause bleiben. Ja, aber klar, das muss sich ja auch alles irgendwie rechnen. Und eure weiten Anfahrten, na klar. Aber ich wollte noch zu Ende erzählen, weil Vera mich ja fragte und jetzt antworte ich auch. Mir ging es tatsächlich Anfang, Mitte des Jahres so überhaupt nicht so gut. Also emotional betrachtet, so von der physischen, von der psychischen, wie nennt man das, die Kondition, kann man das so nennen, ja, ne? War extrem dünnhäutig und mir ist alles sehr zu nahe gegangen. Also irgendwie so diese Souveränität, dass man einfach sagt, naja gut, funktioniert halt nicht alles, was man sich so ausdenkt oder manchmal ist man auch von Anfragen überfragt und diese ganzen Dinge, die man normalerweise so relativ an sich abprallen lassen kann, da war meine Pelle extrem dünn und es ist alles immer gleich so durchgegangen und das hat sich dankenswerterweise wieder eingekriegt. Aber das war keine so richtig angenehme Zeit und ich vermute, dass das ganz stark eben auch von der Sondersituation hier beeindruckt gewesen ist. Ja, beruflich hat sich bei mir noch was ändert. Ich bin seit 25 Jahren in der Firma da und habe jetzt die Abteilung gewechselt und da das fühlte sich auch so ein bisschen wie so ein Neustart an irgendwie, wenn man plötzlich einen anderen Chef hat, ein anderes Team und beziehungsweise aus dem alten Team ausscheidet, inklusive aller Netzzugriffe auf irgendwelche Speicherbereiche oder so, plötzlich ist man da weg. Man kann nicht mehr auf die alten Daten zugreifen, weil man einfach in eine andere Abteilung übergesiedelt ist. Das fühlt sich alles sehr ungewohnt an. Also gewohnt, ungewohnt. Ich meine, ich bin ja in derselben Firma, nur anders eingetopft. Aber trotzdem, wenn man seit 25 Jahren quasi Zugriff auf irgendwie Laufwerk XY hat und plötzlich ist das nicht mehr da, dann so, fühlt sich das einfach komisch an. Also, vielleicht überinterpretiere ich das auch, aber für mich war das so ein bisschen so ein, wo ich denke, okay, ja, ist alles folgerichtig, ist alles logisch, aber mein Gefühl kommt mit dem Verstand nicht so richtig hinterher, aber so langsam wird das auch. Jo. Mhm. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber weil die Dotti, glaube ich, irgendwann mal von der Stadezeit gesprochen hatte, als die Weihnachtszeit, ne? Das ist euer Begriff für Weihnachten, für Advent oder was ist Stadezeit genau? Ja, die ruhige Zeit. Start ist ja, wenn es ruhig ist und alles ein bisschen gemächlicher zugeht, weil die Tage kürzer sind und ja, bei Kerzenschein und ein bisschen zurückschrauben, ja. Ja, begehst du das irgendwie bewusst? Machst du das auch oder ist das jetzt einfach so ein Traditionsbegriff? Ich denke mal, es ist ein Traditionsbegriff und auch einen, den man sich vielleicht so ein bisschen herbeisehnt. Denn ich habe Weihnachten und die Vorweihnachtszeit noch nie irgendwie ruhig und stark erlebt, weil im Gegenteil, am Ende des Jahres scheint die Zeit irgendwie dahin zu rennen. Das Jahr wird kürzer und es ist nicht mehr viel davon übrig. Und da hat man so das Gefühl, die Zeit tickt auch schneller. Und es muss noch viel erledigt werden, bevor alle in den Weihnachtsurlaub gehen. Und ich habe eher so das Gefühl, dass das Ende des Jahres bei mir wesentlich hektischer ist und aufregender und stressiger. Und vielleicht ist es eher so ein Wunschgedanke, dass es wieder Start und ruhiger ist und man mal ein bisschen zurückschalten kann.
Ja, so ungefähr hatte ich mir das auch vorgestellt. Und dann fiel mir noch ein Begriff ein, den wir immer singen bei Odo Fröhliche, die gnadenbringende Weihnachtszeit. Mhm. Da ging mir so durch den Kopf, ich singe, das ist eine gnadenbringende Zeit. Und wo erlebe ich das eigentlich? Also spüre ich denn irgendwo Gnade? Ich meine, es ist eine etwas ungewöhnliche Frage, gebe ich ja gerne zu. Reden wir normalerweise nicht so drüber. Aber vielleicht mal ganz kurz. Ich empfinde, weiß nicht, wo ich Gnade empfinden kann. Die Frau Pastorin gefragt wird das natürlich sagen können wahrscheinlich. Oder liege ich falsch, Gesche? Ich hätte jetzt mich total interessiert für die Antworten der Nicht-Theologen hier in der Runde. Okay, dann machen wir die zuerst. Aber ich kann gerne auch meinen, aber macht ihr doch mal. Fangen wir mal, bleiben wir bei Dottie. Sagen wir mal nicht hauptberuflichen Theologen. Empfindest du irgendwie diese Zeit als gnadenbringend in irgendeiner Weise? Ja, nein. Gnade bringend. Ich muss jetzt leider zugeben, dass ich noch nicht einmal mit diesem Wort etwas anfangen kann. Also ich bin durch und durch Atheist und habe nicht viel damit zu tun und würde jetzt eigentlich dieses Gnade bringend sehr mit der Geburt Christi verbinden, und da ich daran nicht glaube, ist mir das, glaube ich, fremd. Aber Odo Fröhliche singst du schon gelegentlich oder an Weihnachten? Nee, bei mir eher auch so. Nicht. Jingle Bells, Jingle Bells. Alles klar. Ja, möchte jemand dazu, also bevor ich jetzt hier einzeln aufrufe und rannehme wie der Lehrer, mache ich das andersrum. Hat irgendeiner so von sich aus eine Idee? Also ich, unabhängig von der biblischen Geschichte, wo uns der Heiland geschenkt wird und so weiter, das ist nachvollziehbar und da kommt natürlich auch das Lied gut her. Aber ich wundere mich bei mir selber, dass ich das so selbstverständlich halt singe. Und beim Nachdenken darüber so ans Nachdenken gekommen bin. Denn auf irgendwo ganz versteckt oder so ist es natürlich schon etwas andere Zeit. Es ist dunkel, aber wir haben dann diese Lichter. Es gibt jetzt etwas weniger, aber diese Adventsmärkte, wo man sich dann wieder so trifft, wo man dann auch mal vielleicht irgendwie einen Glühwein trinkt oder so, und dann unternimmt man vielleicht mit Freunden irgendwie dann auch so einen Bummel. Ja, in dieser Zeit jetzt natürlich nicht, aber grundsätzlich. Wir reden jetzt mal so über die Weihnachten der letzten 20 Jahre im Durchschnitt. Da hatten wir das Thema C ja nicht unbedingt. Es ist schon eine andere Zeit, aber dass ich tatsächlich das Gefühl hätte, ja, jetzt gehen wir mal alle etwas gnädiger miteinander um. Also ich empfange Gnade durch andere, weil die sagen, ach, der Martin, der redet zwar immer so dummes Zeug, aber ach ja, wollen wir mal jetzt nicht so alles auf die Goldwaage legen. Und ich selber auch sage, ach, der Typ, der hat mich das ganze Jahr genervt, aber komm, jetzt ist Weihnachten und jetzt lege ich auch nicht mehr so alles auf die Goldwaage, da werde ich auch ein bisschen milder. Wäre ja gar kein schlechter Gedanke eigentlich. Aber ja, aber wieso denn unbedingt nur zur Weihnachtszeit? Diese Gedanken kann man doch auch unter dem Jahr haben. Gute dass Frage, man einfach ja. Nachsichtiger mit anderen umgeht, gerade in der Zeit jetzt, wo wir jetzt leben. Dass man Weil einfach ich Odo Fröhliche halt nur in dieser Zeit singe. Deswegen. Ach so, okay. Ja. Nee, ja, was natürlich aber das gilt ja für alles. Das gilt ja für alles, was man irgendwie bedenken kann und da begehen kann. Und trotzdem freuen wir uns immer, wenn wir, also hilft es uns, Anlässe zu haben für bestimmte Themen und Reflexionen. Entschuldigung, Vera. Ich wollte nur sagen, bei meiner Arbeit läuft Odo Fröhliche auch das ganze Jahr über. Also da ist den Leuten quasi egal, wann Weihnachten ist. Weihnachtslieder werden immer gehört. Ja, genau, wollte ich nur sagen. Okay, also das ist ein Punkt für Dotti. Also wir sollten eigentlich über das ganze Jahr darüber nachdenken, ob wir vielleicht etwas milder mit unseren Mitmenschen sein können. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das klang doch so. Würde ich schon so sagen, aber wenn Gesche jetzt gesagt hat, dass es doch Zeiten geben sollte, wo man das nochmal bewusst macht, dann ist das auch ein Argument? Nee, ich sage ja nicht, dass es etwas geben sollte oder was. Also ich glaube nur, dass es Menschen hilft, manchmal Anlässe zu haben zu bestimmten
zu bestimmten Dingen, so wie wir Gedenktage haben oder wir können uns auch jeden Tag darüber freuen, dass wir geboren wurden und trotzdem, also ich mag es zum Beispiel Geburtstag zu feiern, hilft es manchmal ja im Jahresverlauf oder in meiner Zeitrechnung, so im Kirchenjahresverlauf, bestimmte Anhaltspunkte für Themen zu haben, um die zu reflektieren. Wobei und ich habe tatsächlich vorher auch noch, ja, Entschuldigung. Wobei ich mich immer wundere, bei uns ist sehr dieses Allerheiligen verankert und das ist ein sehr, sehr wichtiger Tag bei uns in unserem Bereich hier. Und da verstehe ich das schon von Haus aus nicht, dass man der Toten nur an diesem Tag gedenkt. Ich denke doch jeden Tag an meinen verstorbenen Vater oder an meine verstorbene Oma. Und diesen Tag zu brauchen, das stößt mich jedes Jahr wieder von Neuem auf. Ja, weil offensichtlich Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Habt ihr an Allerheiligen des Toten Gedenken? Am 1. November. Ah, okay. Wir haben das am Ewigkeitssonntag oder Totensonntag, den letzten Sonntag vor dem 1. Advent. Das ist total gut für die Leute. Weil, also, ja, für viele, denen ist es wichtig einfach. Ist da nicht Halloween? Einen Anlass zu haben und ein, nein. Das ist ein Tag vor Allerheiligen. Einfach nein, Martin. Nein, ja. Ich verstehe. Ich wollte provozieren. Das war nicht, als Jesus den Riesenkürbis besiegt hat. Das war ein... oh Gott. Was für ein Stoßseufzer. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich habe auch noch nie, eigentlich, Martin, du hattest mir das vorher ja schon mal so geschrieben als Stichwort, über diese gnadenbringende Weihnachtszeit nachgedacht und habe mich so ertappt gefühlt, als du das so als Stichwort reingeworfen hast. Ja, weiß nicht. Ertappt so, gefühlt? Warum? Ja, weil ich selber das noch nie so reflektiert habe, den Begriff Gnade in Bezug auf Weihnachten. Weil wir über Frieden reden und über Liebe und irgendwie über Familie vielleicht, was bedeutet das, die heilige Familie und über das Wunder der Geburt und dass Gott in so einem Kind da ist und diese ganzen Sachen und ich das irgendwie für mich, wäre Gnade nie der erste Begriff gewesen, den ich da rausgehauen hätte, aber es ist halt in dem Weihnachtslied schlechthin quasi, wenn wir gnadenbringende Weihnachtszeit und deswegen fühlte ich mich etwas ertappt tatsächlich. Ja. Ich bin beim Durchscrollen alter Bilder, habe ich ein Foto wiedergefunden, wo ich mal die Ecke eines Plakates fotografiert habe. Ich weiß gar nicht mehr, wofür oder wogegen dieses Plakat war. Da stand drauf: Wie willst du Gnade hoffen, wenn du sie nicht gibst? Und das ist mir da vor ein paar Wochen ins Auge gefallen und dann fiel mir plötzlich ein, ja, ich singe ja hier was von gnadenbringender Weihnachtszeit, also war plötzlich Gnade irgendwie so ein zweimal vor meinen Augen geschossen und dann, und jetzt kommt noch hinzu, wir haben hier so eine Auseinandersetzung mit Menschen, die auf die Straße gehen und Dinge fordern und verlangen, wo ich überhaupt nicht begreife, was treibt die denn eigentlich an, und ich würde am liebsten mit der Keule da herumlaufen und den alle auf den Kopf hauen, aber das geht natürlich nicht und die haben auch irgendwie vielleicht Gnade verdient, keine Ahnung. Ja. Mich treibt das gerade so ein bisschen um, deswegen kommt dieses etwas schräge Thema vielleicht auf. Ich finde es voll gar nicht schräg, aber ich bin ja Theologin. Ich kann diesen Zwiespalt, den du, glaube ich, beschrieben hast, ganz gut nachvollziehen. Aber aus theologischer Sicht oder aus Sicht des gläubigen Christen auch einfach, ist Gnade erstmal ein Geschenk. Insofern, das würde diesem Zitat widersprechen, was du gesagt hast, sondern Gnade ist erstmal das, was mir geschenkt wird, das, was ich mir eben nicht verdienen kann. Das ist der Witz an Gnade. Das kriegt man einfach. Das muss man sich nicht erst erarbeiten und so. Kurzer Hinweis, ich habe eine Folge, Gnade ist ja im theologischen Sinne quasi die Antwort auf Sünde. Ich habe eine Folge zum Thema Sünde, durfte ich aufnehmen als Gästin beim Was denkst du denn Podcast mit Nora und Rita. Da könnt ihr nochmal reinhören, wenn ihr was über Sünde hören wollt und Gnade. Und es hat eigentlich erstmal nicht so einen moralischen Impetus, eigentlich. Und dann so kommt man doch nicht ganz drum rum, drüber nachzudenken, ob das doch was mit dem eigenen Verhalten zu tun hat. Oder ob zumindest, wenn man das Gefühl hat, man kann Gnade erfahren. In meinem Glauben bin ich davon überzeugt, dass wir Gnade erfahren. Das ist aber so mein persönliches, und wenn man nicht gläubig ist, kann man das vielleicht auch irgendwie anders nennen oder anders erleben. Aber wenn ich irgendwie das Gefühl habe, möchte ich vielleicht davon auch was weitergeben. Und ich habe irgendwie jetzt so drüber nachgedacht und ich
zitiere wirklich sehr ungern CDU-Politiker, aber mir ist das Wort von Spahn, was jetzt ja häufiger wieder aufkam, so hängen geblieben, dass er am Anfang der Pandemie sagte, wir werden uns viel, viel verzeihen müssen oder wir werden uns viel zu verzeihen haben irgendwann. Ja, und das ist halt wahr. Und das ist ja nicht nur für die Politiker so, und das ist auch jetzt so, kann ich vielleicht irgendwann zumindest wieder mit jemandem reden, auf den ich jetzt wütend bin, weil er sich nicht hat impfen lassen oder weil er abgedriftet ist in sonst was für Richtung. Und ich glaube, der tut uns irgendwann Gnade dann schon auch ganz gut, wenn wir das können. Du kannst das in die Worte kleiden, die mir nicht aus dem Hirn kommen. Aber genau, ja, das ist genau der Punkt. Ja, danke. Das hat Spahn gesagt. Das ist jetzt ein bisschen hart zu schlucken, ja. Aber okay. Ja, ich finde, das war Spahn. Korrigiert mich jemand, wenn ich das jetzt falsch zugeordnet habe. Ich meine, das war Spahn. Kann schon sein. Ja, kann tatsächlich sein, ja. Und es trifft es einfach gut. Ja gut, aber es ist eben nicht alles schwarz und weiß und es sind nicht da die Guten und dort die Bösen, sondern es mischt sich alles und es sagt auch mal einer, den man sonst nur gerne aus der Ferne sieht, sagt vielleicht auch mal was, wo man sagen würde, ja, das würde ich sogar mittragen, ja. Und man kann halt diese ganze, also ich verstehe diese ganze Wut und diesen ganzen, vielleicht sogar auch Hass, und ja, wenn ich denn, keine Ahnung, jemand hat vielleicht Angst, dass seine eigene Behandlung im Krankenhaus irgendwann nicht mehr vorgenommen werden kann, weil da lauter Ungeimpfte rumliegen und man denkt sich so, Leute, das hätte nicht sein müssen und so. Und ich kann das total verstehen, aber trotzdem müssen wir natürlich irgendwann über diesen Punkt hinwegkommen. Ja. Das, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich habe ja vorhin schon mal den Fehler gemacht, für Anwesende so zu übernehmen. Das soll mir nicht zweimal passieren. Man darf ja einen Fehler einmal machen, aber dann möglichst nicht zweimal. Sagt doch ihr was dazu. Ja oder nein? Alle sind so still. nee, also ich glaube jetzt diese ganzen Promis, die so abgedriftet sind, die ich eh schon, also da will ich jetzt nicht irgendwie sagen, so auch und wenn alles wieder vorbei ist, dann höre ich wieder oder überhaupt deren Musik, was ich nie gemacht habe, das würde ich nicht machen. Aber weiß ich nicht, habe ich irgendwen, ich kenne niemanden, der irgendwie Schwurbler ist oder QuerdenkerInnen oder sowas. Deswegen habe ich da nichts zu verzeihen in dem Sinn oder zurückzufinden oder wie auch immer. Aber ja, klingt doch gut. Nicht nachtragend sein und so. Ja, als Prinzip lassen wir das einfach mal so stehen. Ich finde das auch, also so möchte ich gerne sein, ich bin aber nicht so. Also ich bin auch nachtragend. Ich bin auch Freund-Feind unterwegs und sage, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Und gleichzeitig sagt mein Verstand, das geht so nicht. Die Freiheit des Andersdenkenden ist ja da auch erstmal zu beachten. Aber wenn da tatsächlich Sachen gesagt werden, die jenseits dessen sind, wo wir uns irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner finden, dann geht es wiederum nicht. Also irgendwo muss da tatsächlich auch mal so eine Linie gezogen werden und da tue ich mich, glaube ich, so ein bisschen schwer. Ja. Also, aber Martin, weißt du, was das Schöne ist an Gnade? Und jetzt kriegt man vielleicht ein bisschen so einen Knoten im Kopf, aber wenn du an Gnade glaubst, dann darfst du auch mit dir selber gnädig sein, zum Beispiel damit, dass du nachtragend bist oder so. Also man darf auch mit seinem eigenen, mit dem eigenen inneren Arschloch auch manchmal selber gnädig sein. Das finde ich auch schön. Yay! Ja, das stimmt. Ich habe heute, gibt es das Lied Make Yourself a Merry Little Christmas? Gibt es diese Zeile? Ja, irgendwie so, klingt ja. Klingt vertraut. Ist die nicht wunderschön? Mach dir selber ein schönes, freundliches Weihnachtsfest. Ist doch eigentlich total schön. Also ich habe mir das tatsächlich vorhin auf dem Zettel geschrieben. Wahrscheinlich hänge ich die doch irgendwo hier hin, dass ich nicht vergesse, es auch für mich schön, selber schön zu machen. Ganz egoistisch. Naja. Have yourself a merry little Christmas. Was? Oder? Warte mal. Habe ich das falsch? Ich habe jetzt eins gefunden. Dann habe ich es bewusst und unbewusst falsch erinnert.
Genau, ja, hier, der Schasen schreibt auch Have Yourself, aber es ist ja quasi... Ja, nicht Make Yourself, okay. Genau, ja, ist ja quasi das Gleiche mit gemeint. Ja. Na gut, okay. So, jetzt ganz schnelle Schlussrunde zur Gartenbank. Wenn die gute Fee käme, wie auch immer sie jetzt aussieht, wie der Heiland, der Geborene oder, keine Ahnung, Bibi Blocksberg oder so, und sagt, ihr habt einen Wunsch frei für 2022, was würdet ihr euch denn wünschen? Lars, was wünschst du dir? Ich wünsche mir eine Möglichkeit für Vorfreude. Die habe ich nämlich nicht mehr. Wow. Ich kaufe mir Tickets für Konzerte, ich kaufe mir Tickets für irgendwas und ich freue mich auf nichts. Weil keine Ahnung, ob es stattfinden wird. Es wird alles verschoben, gecancelt, rumgenerve mit Erstattung und was weiß ich für ein Kram. Das heißt, irgendwie ist mir während dieser Phase jetzt die Möglichkeit der Vorfreude fast vollständig verloren gegangen. Wenn es nicht total konkret ist, dass es wirklich so sein wird. Wie zum Beispiel mit unserem Umzug. Das war klar, der wird dann halt stattfinden. Darauf konnte ich mich freuen. Aber so jetzt im Februar habe ich Konzerttermine, es gibt Mincorrect-Termine, es gibt was weiß ich für Termine. Es gab eine Reiseidee und das alles, also die Reiseidee ist flöten gegangen, eine weitere Reiseidee ist vollkommen im Ungewissen, ob es passieren kann oder nicht. Eine Reiseidee, die ich diesen Herbst hatte, kam überhaupt gar nicht zustande. Das hätte man mich halt gar nicht einreisen lassen, offenbar, selbst wenn ich es gewollt hätte. Und ja, ich habe mir also irgendwie abgewöhnt, mich auf was zu freuen. Das hätte ich gerne wieder. Überraschende Antwort, aber sehr, sehr, sehr nachvollziehbar. Ja, wow. Trifft es sehr gut. Mhm. Vera, was ist bei dir der Wunsch für 2022? Also, in diesem Jahr hat mein Chef ist quasi, hat gekündigt und die Stelle ist jetzt neu ausgeschrieben und ich hoffe einfach, dass da kein Arschloch kommt und dass sich nicht zu viel ändert bei mir bei der Arbeit. Das ist echt so mein größter Wunsch für nächstes Jahr. Und natürlich, dass weiterhin kein Corona bei der Arbeit ausbricht, wie in den letzten, wir sind die einzige Einrichtung bei uns, die das geschafft hat, dass es bei uns nicht aufgetaucht ist. Und ich hoffe, es geht so weiter. Ja, sonst, Freunde, Menschen treffen, Freundinnen, meine ich. Aber eigentlich wünsche ich mir, dass da kein Arschloch die Leitung bei mir übernehmen muss. Er wird. Ja. Das könnte die Erwerbsarbeit ja dann doch wesentliche Teile des Lebens einnehmen, könnte das natürlich auch darauf abfärben, ne? Naja, eben. Weil es ja jetzt auch quasi gerade das Einzige ist, was ich so in meiner Freizeit mache. Also zur Arbeit fahren, hin und zurück. In der Freizeit gehst du arbeiten. Ja, so ungefähr, du bist ja komisch drauf. Genau, nee, in der Freizeit sitze ich in der Bahn dahin. Deswegen, dann soll wenigstens die Arbeit schön sein und wenn ich sonst keine Menschen sehen darf. Ja, die Veränderung am Arbeitsplatz, genau das habe ich ja auch erfahren. Jetzt, obwohl es bei mir alles super, alles kann man sich besser gar nicht wünschen und trotzdem muss ich mich da erstmal wieder neu einnorden. Ich finde das total faszinierend, dass das komplizierter. Also es macht mehr Eindruck, als ich erwartet hätte. Und ein neuer Chef und eine neue Chefin natürlich wird bei dir auch mehr Eindruck machen, als du wahrscheinlich jetzt erwarten kannst. Verstehe ich auch sehr gut. Ja, Sebastian, was wünschst du dir für 2022? Ja, auch Menschen treffen können, dass Veranstaltungen stattfinden können, dass man wieder mehr Planungssicherheit hat. Ich weiß, das sind, wir können ja Wünsche äußern. Ich meine, genau. Das
Ja. Kannst dir auch den Weltfrieden wünschen. Also es muss nicht realisierbar sein. Ja. Den wünschen wir uns alle. Ich will dich jetzt hier nicht irgendwie vorführen, um Gottes Willen. Also ein friedliches Miteinander ist, glaube ich, Konsens. Also da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber streiten. Ne? Ja. Okay. Nein, Lars, du bist nicht egoistisch. Ich lese gerade im Chat, dass Lars sich jetzt etwas egoistisch fühlt. Gar nicht. Ich finde die Vorfreude, das ist ja etwas, was wir alle nicht haben, weil wir die entgangenen Möglichkeiten, den trauern wir ja alle irgendwie mehr oder weniger offensichtlich nach. Ne? Den vielen Treffen, Gedanken austauschen, zwanglosen Schnacken, irgendwie irgendwas gemeinsam unternehmen, sich ins Unperfekthaus hocken und da irgendwie über Podcast reden oder Gott und die Welt als Thema haben. Das fehlt uns ja auch nicht, das fehlt nicht nur dir. Also da bist du nicht egoistisch, glaube ich. Na gut, aber machen wir weiter. Du, Lars? Was ich damit meinte mit dem egoistisch war, ihr drückt das sehr schön aus mit Leute treffen und so weiter und ich sag, ich will Vorfreude haben, deswegen fand ich, dass das aus meiner Perspektive so jetzt gerade ein bisschen egoistisch klang. Ich sage ja, natürlich würde ich auch gerne Leute treffen und so weiter, aber das mit der Vorfreude, das mit der Vorfreude ist tatsächlich eine Sache, die im Moment seitdem mir aufgefallen ist, dass da so ein emotionales Vakuum eigentlich da aufgetaucht ist. Seitdem ich es gemerkt habe, habe ich nur gedacht, oje, irgendwas ist da gerade kaputt und ich hoffe, das wird irgendwann wieder besser. Als du das formuliert hast, habe ich mich angesprochen gefühlt, weil so geht es mir dann auch. Also ich habe es anders ausgedrückt, Leute treffen, aber die Vorfreude ist natürlich auch das Schönste, da erstmal auf hinzufiebern, dass etwas stattfindet und genau das entgeht mir da auch, ja. Ja, dann glaube ich, haben wir da uns verstanden, ehrlich fast gesagt. Ja, auf jeden Fall. Ich sag auch was Egoistisches, wenn du meinst, also Ego im Sinne von auf mich bezogen. Ich möchte mehr Leichtigkeit in meinem Leben haben. Ich habe im letzten Jahr sehr viel Schwere gefühlt, auch wo sie rational nicht notwendig war. Ich will mich gar nicht irgendwie als besonders betroffen, also ich weiß gar nicht, wie Menschen, die mit Kindern noch gleichzeitig unterwegs sind, wie die überhaupt die letzten 24 Monate überstanden haben oder womöglich noch Alleinerziehende, die sich irgendwie zerteilen müssen. Deswegen keine Vergleiche, also mein Leben ist total easy, aber ich habe es trotzdem als schwer empfunden und ich hätte gerne Leichtigkeit zurück. Da bin ich dann... In dem Sinne auch egoistisch. So. Oder das ist die Leichtigkeit, die ich jetzt im Moment führe, dass die bleibt, dass sie nicht wieder verschwindet. Das wäre ganz gut. Wäre mein Wunsch. So, wer hat denn noch Wünsche? Wen habe ich noch nicht gefragt? Daniel, hast du einen Wunsch gesagt? Weiß nicht mehr, ich habe den Faden verloren hier. Ich fühlte mich da auch mit Lars Vorfreude-Wunsch sehr angesprochen und auch eben die damit verbundene Planungssicherheit. Also man traut sich ja irgendwie schon fast gar nicht mehr, irgendwas zu planen, was man nicht wieder notfalls risikofrei absagen kann. Das ist so ein blödes Beispiel. Das Hotel, das ich in Berlin ab und zu besuche, so vor ein paar Jahren ist mir da als erstes aufgefallen bei der Buchung. Ach, es liegt schön, Preis-Leistung ist gut, die Leute sind freundlich, hier bla Keks. Und 2020, 2021 so, oh cool, ich kann es bis 5 Tage vor Anreise kostenlos stornieren, weil ich ja nicht weiß, ob ich wirklich hin kann. Und diese Planungsunsicherheit, das ist auch das so, was mir ziemlich viel Stress macht. Weil ich würde jetzt mein Leben nicht als super durchgetaktet bezeichnen, aber wenn ich mich dann mal entschließe, irgendwas zu unternehmen, dann fände ich das schon geil, wenn das auch stattfinden könnte. Und das, also diese Planungssicherheit, die man so vor ein paar Jahren noch hatte, die würde ich mir wieder zurückwünschen. Das wäre schön. Mhm.
Ja, genau, das ist, ja, absolut, kann ich absolut unterschreiben. Ich, aber ich denke, alle anderen auch. So, wen haben wir denn jetzt noch? Gesche, du hast noch deine Wünsche nicht geäußert, ne? witzigerweise habe ich tatsächlich, ich dachte als allererstes an Sandra Bullock in Miss Undercover, die sich wirklich von Herzen, also Weltfrieden, ich weiß nicht, ob jemand diese Szene vor Augen hat. Die Szene ist großartig. Ja, weil sie irgendwann da steht und sich halt wirklich einfach Weltfrieden wünscht und ich musste die ganze Zeit dran denken, musste ich gerade sehr schmunzeln, als Martin es dann sagte. Weil es noch niemand gesagt hat, muss ich es aussprechen, dass wir uns alle so sehr wünschen, dass wir wieder ein richtiges Potstock haben nächstes Jahr. Man muss es eigentlich nicht sagen, weil es klar ist, aber ich muss es trotzdem sagen. Für mich ganz persönlich, unser Haus ist so leer geworden. Mein Hund ist nicht mehr da und auch in diesem Jahr ist unser Mitbewohner ausgezogen, der mit den Keksen, manche erinnern sich. Und ich wünsche mir mehr Leben wieder in meinem Haus, mehr Menschen, Tiere, alles hier soll mehr Leben los sein. Das wäre schön. Ja, dann. Dotti hat noch nichts gesagt. Dotti, was ist dein Wunsch? Ja, ganz banal, dass die Pandemie zu Ende ist. Weil alles, was im Moment in meinem Leben irgendwie nicht nach Plan läuft oder falsch läuft oder nicht schön ist, hängt im direkten Zusammenhang mit der Pandemie einfach zusammen. Und ich denke mal, wenn die jetzt zu Ende wäre mit einem Schnipp, wenn wirklich diese Fee kommen könnte und meinen Wunsch erfüllen würde, dann wäre alles wieder so einfacher, denke ich. Mhm. Und dass das, was uns jetzt als Familie mit meiner Pflegeperson erwartet in nächster Zeit, dass wir das mit Kraft überstehen, denke ich mal. Also das ist vielleicht auch noch was abseits von der Pandemie schwierig ist und wo die Pandemie jetzt ausnahmsweise mal nichts dazu kann. Aber dass wir einfach die Kraft dafür haben. Das wäre so mein Wunsch für das nächste Jahr. Oder ja, genau. Mhm. Kraft kann man sich immer wünschen und die kann man auch immer brauchen, egal ob man ein neues Haus bezieht und da irgendwie die Handwerker managen muss oder ob man eine Gemeinde betreut, die einen fordert und einfordert oder ob man Umwege in der eigenen Stadt macht, weil da irgendein Bauwerk zusammengebrochen ist oder was auch immer, also dass einen die Kraft nicht verlässt. Das kann ein ganz allgemeiner Wunsch sein, ja. Und speziell natürlich, wenn du weißt, da entwickeln sich Dinge in eine Richtung, die es nicht leichter machen, sondern eher schwerer machen. Und man dann schon absehen kann, dass man besonders gefordert sein wird, ja. Ja. Gut. Dann möchte ich diese Runde hier im Sendegarten, also auf der Gartenbank, jetzt gerne zum Ende bringen. Ich danke euch ganz herzlich für die offenen Worte. Auch wenn ich teilweise so ein vielleicht etwas ungewöhnliches Thema hier so reingeworfen habe. Das waren doch sehr schöne Gedanken, die jetzt hier zusammengekommen sind. Und ich sehe, dass die Idee mit dieser Runde aufgeht. Das freut mich besonders. Also ihr seid genau die Menschen, mit denen man sehr gut über sowas nachdenken kann. Also zurückschauen und nach vorne schauen. Da möchte ich ganz, ganz herzlich Danke sagen, dass ihr euch einfach die Zeit dafür nehmt, das hier mitzumachen. Vielen, vielen Dank dafür. Wir machen aber jetzt einfach ganz gnadenlos weiter. Gnadenlos. Irren, wie sich das in die... Martin, mach gnadenvoll weiter. Einfach. Ja. Na, ich bin schon auch immer überrascht, welche Floskeln ich ohne nachzudenken benutze. Danke auch für die sofortige Reaktion darauf, genau. Wir machen einfach weiter und zwar kommen wir ins Querbeet. Das ist diesmal wenig, aber wir schauen mal, was da drin ist. Und da sehe ich zunächst mal eine Warnung. Finger weg steht da. Sebastian, von was sollen wir die Finger lassen?
Ja, der Ralf Stockmann hat ja, irgendwann war das dieses Jahr, ich komme jetzt auch wieder mit dem Zeitgefühl durcheinander, ich meine, es war dieses Jahr das V-Moder Boom Pro, entdeckt, was quasi ein Add-on-Mikrofon ist, was man quasi an modifizierte Headsets anstecken kann per Klinke und einen sehr guten Klang liefert, also für den Preis, ich glaube 40 Euro oder sowas es kostet. Davon gibt es mittlerweile ein Nachfolgemodell, das Boom Pro X, und wie das klingt, das können wir uns mal gerade anhören. Hallo. Dies ist ein Test, um den Klang verschiedener Headsets miteinander zu vergleichen. Ich spreche jetzt in das neue Boom Pro X der Firma V-Moder. Das ist der offizielle Nachfolger oder die angeblich verbesserte Version dieses in Podcastpreisen ausgesprochen beliebten kleinen Headset-Mikros. Und wir können das ja, glaube ich, sehr kurz fassen, dieses Boom Pro X. Das ist nicht nur eine Verschlimmbesserung, das wäre ein Euphemismus, das ist eine totale Katastrophe. Der Sound ist dünn, es fehlt an Bass. Wir haben im Hintergrund, ihr hört es vielleicht schon, ein lustiges 50-Hertz-Brummen. Ich mache mal die Erdung von meinem Laptop weg. Hurra. Ich bewege mal ein bisschen an den Schwanenhals. Ja, extremer Kabelklang. All die guten Sekundärtugenden, die das Original Boom Pro sein eigen nannte, sind hier nicht zu finden. Das heißt also, dieser Nachfolger ist ein totaler Griff ins Klo. Das kann man sich schenken. Bleibt also unbedingt beim Original. Genau, und wie das klingt, das können wir uns auch nochmal gerade anhören. Hallo, dies ist ein Test, um den Klang verschiedener Headsets miteinander zu vergleichen. Ich spreche jetzt in das klassische Boom Pro des V-Moder, damit man nochmal einen Direktvergleich hat mit meiner aktuellen Stimme. Die ändert sich ja doch immer ein bisschen von Tag zu Tag. Und wir sehen, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Schöner, seidiger Klang, die Bässe sind da, kein Brummen, egal ob Laptop geerdet oder nicht. Ja. Alter. Ach so, jetzt hast du ausgeblendet. Ja, ich habe ausgeblendet. Ich dachte gerade, jetzt geht's kaputt. Okay. Nee. Lars, was? Alter? Ja, Alter, das gibt's ja nicht. Kann man sich auch im Sendegate nochmal nachhören. Ja, ich hatte den Thread gesehen, hatte aber in dem Moment, als ich da im Stöbern war, nicht reinhören können und hatte es dann einfach vergessen, das noch nachzuholen. Jetzt höre ich das erste Mal diesen Unterschied und der ist viel, 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 viel größer, als ich gedacht hatte und finde das extrem krass. Furchtbar. Ja. Also, wenn da ein X hinten dran steht, nicht kaufen und sich mit der anderen Variante, wenn man darauf angewiesen ist, noch ein bisschen eindecken. Also aktuell scheint sie noch gut verfügbar zu sein, das Vorgängermodell. Das ist also keine Verbesserung in keinster Weise. Das gibt natürlich zu denken, ob das ein Zufallstreffer war mal oder ob die generell, weil eigentlich wird das neue Gerät als besser beworben, wie immer. Aber das ist tatsächlich echt gruselig. Ja. Das X ist also eher wie durchstreichen, ne? Ja. Aus-X'en. Ja. Ja, okay. Ja, danke für die Warnung. Ich habe im Moment zwar keinen Kaufimpuls, aber jetzt hätte ich ihn sowieso nicht mehr. Komplett weg. Und danke dem oh mein Gott, Ralf heißt er, dass er immer wieder solche Tests macht und sich auch da nicht beirren lässt. Vielen Dank. Dann habe ich noch eine Zuschrift hier unter das Querbeet gepackt, nämlich eine Information vom Tobias Migge, der schrieb uns, mit Office 365 können 5 Stunden Audio pro Monat transkribiert werden. Also Windows, Microsoft bietet jetzt in diesem Office-Paket offenbar auch die Möglichkeit an, Transkriptionen zu machen. 5 Stunden sind in dem Paket mit enthalten. Wer also Transkriptionsbedarf hat und das nicht so wie wir hier über welchen Weg nehmen wir denn noch, irgendeinen so Dienst, der von Facebook mitgetragen wird, das dürfen wir Claudia auch nicht sagen, dann könnte man das an Microsoft geben. Also Pest oder Cholera ist es dann
die Wahl. Danke für Tobias. Ich schmeiß den Link einfach mal in die Shownotes hinein. Also das wäre jetzt unter support.microsoft.com und dann kommt da eine ganz lange Folge von Buchstaben und Zahlen, die kann ich hier unmöglich vorlesen. Aber allein der Hinweis ist ja vielleicht schon mal ganz interessant für Leute, die da an der Transkription irgendwie arbeiten wollen. Gut, damit sind wir dann querbeet durch und kämen dann zum Blühkalender. Die Termine im Podcastland für die nächsten 3 Monate mal gucken, ob es da überhaupt irgendwas gibt. Den Blühkalender bitte. Lars, gibt es denn überhaupt Termine so am Ende des Jahres? Doch. Ich muss einmal im Räuspern. Ja, es gibt ein paar Sachen, habe ich aufgeschrieben, darunter auch ein klitzekleiner Ausblick, also schauen wir mal. Ich habe mich wieder im Sendeguide umgeschaut, einmal in der Liste der Meetups und einmal bei den Podcast-Terminen und da ich letztes Mal den Termin nicht parat hatte, jetzt habe ich ihn parat. Es gibt dieses Jahr keinen Chaos Communication Kongress, aber vom 27. bis zum 30. Dezember gibt es die RC3, die Remote Chaos Experience. Infos hierzu gibt es unter events.ccc.de. Der Sascha schreibt irgendwas in den Chat. RC3. Ja, aber das habe ich doch gesagt, oder nicht? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, er hat es nur noch mal so wiederholen wollen. Das war nur ein freudiger Support. Genau. Ah, okay. Genau. Dann folgt eine Lücke. Dann gibt es vom 18. bis zum 20. Februar 2022 erstmals einen Winter-Podstock. Das wird ein Remote-Barcamp und da werden weitere Infos sicher demnächst folgen. Unter www.podstock.de findet ihr da immer die neuesten Infos. Am 24. Februar gibt es das Podcasting Meetup Franken. Das findet virtuell statt. Beginn ist um 19 Uhr. Weitere Infos gibt es hier in der Meetup-Gruppe. Die URL dafür steht im Sendegate dabei. Und zum Schluss möchte ich nochmal eben das oder den Podkölsch erwähnen. Das soll ein Kölner PodcasterInnen-Stammtisch werden. Da war man schon mal in der Planung, der hat pandemiebedingt noch nie stattgefunden und man hat da so in einem Thread mehrfach versucht, da irgendwie einen Start zu finden. Jetzt gibt es anscheinend eine neue Initiative dazu und man möchte mal schauen, wie das im neuen Jahr im März werden könnte. Wie erwähnt, also zu diesem Podkölsch gibt es einen eigenen Thread im Sendegate. Ja, und gerade hatte ich es auch schon gesagt, Links, URLs, weitere Infos, Veranstaltungsorte, Adressen und so weiter, da findet man also die am besten die Basis dafür in den jeweiligen Threads. Einmal in dem Terminkalender 21/22, dafür gibt es 2 Threads und es gibt eben auch die Liste der Meetups. Und als Wikis ist das offen für weitere Einträge, wenn man hier also was genannt haben möchte, dort am besten eintragen und dann taucht das auch hier im Sendegarten mit auf. Ganz herzlichen Dank. Das kleine Teufelchen auf meiner Schulter, das fragt natürlich jetzt, ob ich beim Podkölsch auch Altbier trinken darf, aber das lassen wir jetzt mal nicht zu Worte kommen. Okay, so, ich gucke auf die Uhr. Wir sind schon wieder ein kleines bisschen im Verzug, deswegen lassen wir jetzt einfach mal die Setzlinge weg. Wir haben auch keine, das passt sehr gut. Es sei denn, es gibt spontan irgendjemand, der irgendwas gefunden hat, wo er sagte, ja, das müssen wir unbedingt hier bekannt machen. 3, 2, 1, das ist nicht der Fall. Dann gehen wir doch einfach weiter direkt zum Ende der Sendung zu den Blütenschätzen. Blütenschätze, das sind die Dinge, die wir gerne mitteilen wollen, weil wir die irgendwie interessant finden oder die uns angeregt haben, die uns wie auch immer berührt haben, die Mitteilungsqualität haben, wo man einfach sagt, das habe ich gehört, das oder gesehen oder gelesen oder das habe ich erlebt, davon will ich gerne berichten. Und hier gibt es schon ein paar, die hier eingetragen sind in unsere Liste. Gibt es spontane, die jetzt hier nicht stehen? Also hier steht was von Lars und von mir. Gibt es von den anderen auch irgendwas? Vera, du hattest ja nachdenken wollen. Ah, okay. Ja, von mir gibt es nichts. Ja, okay. Das Nachdenken hat nichts erbracht. Daniel, bitte. Ja, nur ein
eine einzige Folge sozusagen des Omega Tau Podcasts. Also wer den nicht kennt, der wird betrieben von Nora Ludewig und Markus Völte. Und hat ähnlich wie zum Beispiel CRE einfach in jeder Folge ein komplett anderes Thema. Dementsprechend packen einen die Folgen unterschiedlich stark, wie das bei solchen Podcasts so ist. Und da hat mich die Folge 380, die vorletzte, über das Ballonfahren irgendwie sehr, sehr fasziniert, obwohl ich zum Ballonfahren so überhaupt keinen Draht habe. Ich bin noch nie Ballon gefahren, ich habe keinen Drang, das zu tun. Aber irgendwie, das war interessant erzählt, die Gesprächspartner waren gut gewählt. Das war irgendwie so, dass ich was dazugelernt habe, ohne mich abgehängt zu fühlen. Das war so eine richtig schöne Folge eines Themenpodcasts über ein Thema, von dem ich vorher noch keine Ahnung hatte und von dem ich vorher nicht wusste, dass es mich interessieren würde. Und deswegen ist es mein Blütenschatz. Dankeschön, Dankeschön. Genau sowas. Man hört was und findet das ganz toll und möchte dann darüber berichten. Super, das ist genau ein wunderschöner Blütenschatz. Dotti, hast du auch irgendwas in der Richtung? Ja, ja. Doch. Super. Mich begleitet ja schon durch den ganzen Dezember durch der Podcast Adventskalender von Steffi und von Ralf. Und da wird jeden Tag ein Türchen mindestens aufgemacht, manchmal auch zwei Türchen. Und da stecken ganz viele Podcaster dahinter und wieder mal eine Möglichkeit, mal wieder was Neues kennenzulernen und Gefallen an einer Stimme zu finden oder an einem Thema. Und ja, das ist eben mein Blütenschatz, dieser Adventskalender von den beiden. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch ganz, ganz viel Arbeit dahinter steckt. Und ich finde, da muss man einfach mal Anerkennung zollen, würde ich sagen. Also, dass die sich da wieder hingesetzt haben und das alles zusammengetragen haben, zusammengeschnitten haben. Das finde ich also ganz toll und unterhält mich jetzt schon den ganzen Monat. Das finde ich sehr nett, dass du darauf hinweist, weil der ist hier bei uns bisher, glaube ich, noch nicht in Erscheinung getreten, was ein Versäumnis ist. Und danke, dass du da entsprechend nachgeschärft hast. Vielen Dank. Sehr gut, sehr gut. So, wen haben wir denn noch? Die Gesche, hast du irgendwas Blütenschatziges erlebt oder gesehen, gelesen, gehört? Ja, also ich würde auch was Podcast, aus der Podcast-Ecke. Es ist jetzt gar nicht so der Geheimtipp, sondern es ist halt einfach ein großer Podcast. Aber ich sage das einfach, weil ich die für mich dieses Jahr die ganzen Zeit-Podcasts so entdeckt habe. Also von die Podcast von Die Zeit, so Zeitverbrechen, und da gibt es ja noch sehr viel mehr. Und ich die einfach wunderbar finde. Und mir fällt es manchmal so schwer, Podcasts zu hören, so einfach von der Hörgewohnheit her. Ich komme immer total schwer rein und habe für mich so entdeckt, dass es gut ist, entweder sehr kurze oder sehr lange Sachen zu hören. Weil wenn man sich in einen erstmal reingehört hat, dann geht's. Und ich liebe wirklich sehr dieses Jahr den Podcast Alles gesagt von der Zeit und war ganz berührt. Einmal die Folge mit Sabine Rückert, aber auch ganz besonders von der April-Folge mit Deborah Feldmann, Stichwort unorthodox. Das war, glaube ich, so mein Podcast-Hör-Highlight in diesem Jahr. Und ja, die meisten kennen es wahrscheinlich, aber vielleicht sind ja ein paar Menschen da, die noch nicht kannten. Genau. Toll. Und besonders toll, dass du sagen kannst, das ist mein Highlight für dieses Jahr. Wow. Ja, also was Podcasts angeht, weil ich die wirklich sehr, also ich finde es einfach schön, sich so reinzuhören in diese Längen wirklich. Also der mit Sabine Rückert geht 7,5 Stunden, der mit Deborah Feldmann 4 Stunden. Okay. Also einfach so zwei so tolle Frauen, so beide auf ihre Art irgendwie so ganz unterschiedlich mit tollen Geschichten, und ja, fand ich sehr cool. Ja. Ja, die alte Podcast-Idee, es wird so lange geredet, wie das Thema trägt. Ja, bis der Gast sagt oder die Gästin. Ja, ja. So, ne, das ist eigentlich ein cooles Konzept. So. Ja. Ja, so weit sind wir hier nicht. Wir machen einfach, wir geben hier einfach den Rahmen vor. Zack, bumm. Okay, die Zeit, alles gesagt. Oder überhaupt alle Zeit-Podcasts dieses Formates oder der Quelle, die da angeboten wird. Sehr schön. Danke. Vom Team hatte ich jetzt alle abgefragt, ne? Nee, Lars nicht. Möchtest du mal erzählen, was du hast? Ja, das kann ich tun. Zwei Dinge. Hallo? Was? Hallo? Ja? Bitte, habe ich gesagt. Bitte mach das. Bitte. Nun ja, denn. Weil du sagtest, das kann ich tun, und ich sagte, ja, bitte mach das.
Ach so, na denn. Dann tue ich das. Ja. Wollen wir noch einen Loop drehen? Und zwar. Mit dir mache ich am liebsten so einen Blödsinn. Sehr schön. Ich habe eine konkrete Folge aus dem Podcast Adventskalender im Gepäck. Und zwar habe ich heute Morgen erst gehört, die Episode von Sven vom Voll-Laser-Podcast. Weil das wahrscheinlich etwas bei mir anrührte, was mir fehlt in der Situation, nämlich Sven ist mit einem Aufnahmegerät losgelaufen und hat lauter Menschen in seinem Arbeitsumfeld da gefragt, was machst du da? Und hat die Leute dann einfach mal reden lassen, hat so ein paar Nachfragen gestellt und so weiter. Und das erinnerte mich eben an Situationen, wo Leute häufiger mit Mikrofonen auch mal vor Ort waren, was eben deutlich weniger geworden ist in der letzten Zeit. Und außerdem hatte es irgendwas Kongressiges an sich und mir hat das einfach gut gefallen. Das ist die Podcast Adventskalender-Episode Nummer 60 von Sven vom Voll-Laser-Podcast. Und das zweite Ding, was ich mitgebracht habe, das hatte ich letztes Mal tatsächlich verschwitzt, den zu nennen. Da gab es den nämlich schon. Aber das möchte ich unbedingt noch nachtragen. Da geht es um die Wild Mics. Das ist eigentlich ein Stream bei Twitch. Und da gibt es die sogenannten Ferngespräche. Und die werden meist mit etwas Verzögerung auch im Hoaxilla-Feed mit veröffentlicht, daneben als reines Audio. Und ja, die Episode Nummer 77 kam aber ganz schnell nach der Sendung bei Twitch und brachte ein dann ganz aktuelles Thema, das immer noch ganz aktuell ist. Der Titel ist nämlich Impfpflicht oder nicht. Und was mir in der Episode gefallen hat, war, das war kein reines Es lebe die Impfpflicht, sondern da wurde viel über Pro und Contra gesprochen, mit ganz vielen Facetten und Bedenken, ganz viele Blickwinkel auf die Themen und das finde ich einfach einen sehr schönen, recht umfassenden Überblick und eben, welche Bedenken kann es geben, welche Bedenken gibt es, warum kann die Impfpflicht denn auch wichtig sein oder warum ist sie denn auch wichtig und ja, auf jeden Fall, weil das so umfassend war und eben nicht einfach nur ein Hurra-Impfpflicht, sondern, also ich möchte jetzt nicht hier als Impfpflichtgegner dastehen, aber dass man eben mehrere Facetten beleuchtet, fand ich eben furchtbar wichtig. Mhm. Und deswegen möchte ich das Ding empfehlen. Es ist, auch wenn es schon am 24. November da beim Feed bei Hoaxilla erschienen ist. Das wird bestimmt, also ich sollte da vielleicht auch mal reinhören. Ich habe das auch nicht getan bisher. Aber es klingt alles immer so einfach. Ja, da machen wir das doch verpflichtend. Man vergisst dann schon die Nebenbedingungen gerne in dieser einfachen Lösung. Und es ist gut, wenn da kluge Menschen alle Facetten beleuchten. Das klingt genau so, wie ich mir eigentlich so eine Diskussion dazu wünschen würde. Deswegen werde ich da richtig neugierig drauf. Vielen Dank für den Tipp, für den Blütenschatz. So, dann bleibe ich, glaube ich, noch übrig, ne? Wenn ich das richtig sehe. Und den einen, ich habe zwei mitgebracht. Den einen, mehr oder weniger, habe ich den gestibitzt, und zwar vom Max Jakob Ost, den G-Netzer auf Twitter. Der ist ja, ich sag's mal, vereinfacht Fußball-Podcaster. Vielleicht trifft es nur halb. Er hat ja vor allen Dingen diesen Podcast gemacht, wo er über das Leben von Uli Hoeneß sehr ausführlich berichtet hat. Und er schreibt ja auf Twitter, ich wollte dieses Jahr eigentlich keine Interviews mehr geben, aber dann haben mich die 4 12-jährigen Jungs vom Blitzmerker-Podcast angefragt und da musste ich doch eine Ausnahme machen, wenn ich mit 12 nur halb so viel Durchblick gehabt hätte. Also offenbar gibt es da einen Podcast, der sich auch mit Fußball beschäftigt, der Blitzmerker-Podcast. 12-jährige Podcaster sind da am Start und die haben ihn interviewt. Ich habe heute Nachmittag 3/4 von dem gehört und musste es schmunzeln, weil offenbar die technische Ausstattung nicht reicht, um eine Verbindung, also quasi das eingehende Signal direkt auf eine Tonspur zu bekommen, sondern es wird quasi über den Telefonlautsprecher oder was auch immer, wird dann wieder aufgenommen. Es ist
eine sehr schlichte, sehr schlichtes Setup, aber es funktioniert. Die ersten paar Minuten habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich werde ich überhaupt damit glücklich. Aber dann war es wieder so, das Gespräch läuft, die Fragen sind gut, also 12-Jährige können super Fragen stellen, ist überhaupt keine Frage. Max Jakob geht da großartig drauf ein und die beiden sind voll im Thema und es fällt überhaupt nicht mehr auf, dass dieser komische, schräpelige Lautsprecher da seine Stimme so verfremdet. Also ja, kann ich tatsächlich als kleine Überraschung hier mitbringen, also der Blitzmerker-Podcast und das ist die Folge schon 52, also das Interview mit Max Jakob Ost. Und dann möchte ich ganz zum Schluss als Rausschmeißer auch noch mitbringen einen Ausschnitt aus der letzten Wochendämmerung. Das ist ja das politische Format von Katrin Rönicke und Holger Klein, wo sie sozusagen das Geschehen der Welt zusammenkehren. Und da hat der Holger einleitend darauf hingewiesen, dass das, was in der letzten Woche passiert ist, nämlich dieser Regierungswechsel in Berlin, dass die eine Regierung abtritt und der anderen ohne Murren das Feld überlässt, dass das etwas ist, was wir nicht einfach als selbstverständlich hinnehmen sollten. Wir brauchen ja nur meinetwegen über den Teich in die USA zu schauen, wo ein Ex-Kanzler immer noch, Ex-Präsident immer noch meint, dass er im Amt wäre. Holgi bringt das schön auf den Punkt. Ich habe hier in etwas verkürzter Form mal noch ein Hörbeispiel mitgebracht und ich möchte gerne den Sebastian bitten, das eben abzuspielen. Und was wir jetzt auch sehr lange nicht gesehen haben, weil wir ja 16 Jahre lang von rechts regiert worden sind, jetzt kommt halt mal eine Regierung von Mitte links. Wir haben diese Woche den ersten Regierungswechsel in 2 Jahrzehnten gesehen. Und der war friedlich. Und das ist was ganz Besonderes. Ja? Also die Rechten haben die Macht abgegeben, die Linken kommen jetzt ran. Ja? Natürlich wollen die Rechten nicht hören, dass sie die Rechten sind, aber wenn sie die anderen als Linken bezeichnen, dann sind sie halt die Rechten. Da können die so lange rumheulen, wie sie wollen, dass sie die Mitte sind. Sind sie nicht, weil ich bin die Mitte und die sprechen mich nicht an. So einfach kann man das machen. Aber dass sie die Mitte sind, behaupten ja alle von sich. Ja, eben. Darum aber behaupte ich auch, ja von ne? mir auch, genau. dass ich die Mitte bin. Also, ist halt so, ne? Also so billig ist der Trick halt. Ja. Gut, nein, egal. Also ich wollte wirklich nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen haben, dass wir diese Woche einen friedlichen Regierungswechsel haben. Und genau das ist es. Das muss man sich auch immer mal wieder klar machen, weil Demokratie sieht so selbstverständlich aus. Demokratie ist nicht selbstverständlich. Es ist wieder ein Rant geworden. Eigentlich wollte ich mich freuen. Wir haben einen friedlichen Machtwechsel gehabt. Das ist geil. Ja, Demokratie, wenn sie funktioniert, ist eine geile Sache. Das ist das Schlusswort für dieses Jahr, habe ich mir so überlegt. Ich glaube, da können wir alle mehr oder weniger nicken dazu, ne? Sehr gut, kann man sehr gut im Audio-Podcast nachvollziehen. Sehr gut, prima. Ja, haben wir alle Blütenschätze abgegriffen? Oder habe ich jetzt einen übersehen? Dann ruft ihn mir einfach zu. Sonst mache ich nämlich hier jetzt den Sack zu. Kleine Hausmeisterei noch. Wir machen jetzt eine kleine Winterpause vom Sendegarten. Also wir werden voraussichtlich erst Ende Januar die nächste Ausgabe machen. Wir gehen so etwas in die Winterruhe, lassen den Garten sein und gucken mal, kümmern uns mal um was anderes. Aber ihr sollt euch ja gerne um euch selber kümmern. Have yourself a merry little Christmas. Ist eine schöne Aufforderung, egal ob ich sie jetzt im richtigen oder im falschen Englisch wiedergebe. Ich denke, die Idee dahinter ist, macht es euch angenehm und auch den Menschen rechts und links von euch oder uns, ich will mich gar nicht ausschließen, also das klingt so oberlehrerhaft, kommt mir so ein bisschen vor wie Karl Lauterbach, der heute in der Pressekonferenz immer sagte, ich habe angeordnet, das ganze Haus hat angeordnet. Er hatte immer zwischen ich und wir herumgeeiert. Das war sehr niedlich, dass er eigentlich immer das Team betonen wollte, aber aus alter Gewohnheit immer von ich gesprochen hat. Und so geht es mir gerade auch. Ich möchte mich bedanken ganz herzlich
bei allen, die diesen Sendegarten halt möglich machen. Das sind heute zunächst einmal die drei Gäste, die dabei gewesen sind. Ich habe schon auf der Gartenbank Danke gesagt, aber ich möchte jetzt noch einmal ausdrücklich sagen, einen herzlichen Dank an Gesche, an Dotti und an Daniel dafür, dass ihr diesen Gedankenaustausch hier heute mit uns gemacht habt. Ganz herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Danke, dass wir da sein durften. Ja, danke für die Einladung. Gerne, gerne. Und das bewährte Sendegarten-Team, Claudia ist heute nicht dabei, aber wir haben sie ja gehört, sie hat uns den Gruß rübergereicht, deswegen auch geht der Dank auch an sie, an Claudia. Aber die Anwesenden möchte ich nicht auslassen und deswegen danke ich heute mal dem Sebastian zuerst. Dankeschön, Sebastian. Ja, immer wieder gerne. Dann nehmen wir in die Mitte die Vera. Dankeschön, Vera. Danke auch dir. Und danke. Bitte gerne. Ach so, gerne muss ich sagen. Genau. Sebastian kann das am besten. Der sagt immer gerne und da muss ich auch immer gerne sagen. Ne? So ist das Ritual. Und last but not least, der Lars. Gerne. Dem sei auch gedankt. Ja, und wir danken natürlich auch allen, die heute hier die Live-Sendung so verfolgt haben während der Produktion. Die Menschen, die im Chat mitgechattet haben, es waren jetzt nicht so viele fremde Namen, aber ein paar wenigen seien trotzdem herzlich begrüßt und wir haben ja auch ein bisschen da herausgeschnuppert, herausgenommen und das ist also immer wieder schön. Aber natürlich geht der Gruß auch an alle, die den Podcast einfach so hören, wie er gedacht ist, als Begleitmedium, also aus der Konserve. Wir halten uns ja auch in der Konserve ganz gut. Deswegen hoffe ich, dass wir uns auch ins neue Jahr hineinhalten. Und dann sehen wir uns und hören wir uns im 2022 wieder, was hoffentlich ein paar von den Wünschen, die vorhin geäußert worden sind, erfüllen kann. Sicherlich nicht alle, aber vielleicht wird es ein bisschen erträglicher und man kann sich auch mal wieder auf Sachen freuen, die da vielleicht am Horizont stehen. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute ein neues Wort gelernt habe, nämlich das Allgäuer Konglomeratsgestein. Das Wort ist. Danke, Dotti. Das ist ein wunderbares Wort. Ja, ich muss noch ein bisschen üben, dass es mir flüssig von der Zunge geht. Aber das zeigt ja auch ein bisschen die Vielfalt von uns Podcastern, oder? Wir sind ja alle so ein bisschen ein Konglomeratsgestein. Nicht schlecht. Vielleicht ist das sogar der Folgentitel. Irgendwie ist ein bisschen schwer und wuchtig, aber vielleicht ist das ja auch, nennen wir es wir Konglomeratsgestein. Das versteht keiner. Das ist quasi Kunst. Aber das macht ja auch nichts. Hauptsache, wir wissen, was gemeint ist. Alles klar. Ich verschwinde jetzt aus euren Ohren, sage Dankeschön, kommt gut in die Nacht und bis nächstes Jahr. Tschüss zusammen. Ja, tschüss. 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 Servus. Tschüss.